Bleibe, wo du bist. Oder verschränke optional deine Hände hinter deinem Rücken und zieh die gefaltete Faust nach vorn über deinen Kopf. Wunderbar. Dann löse langsam wieder auf. Sind gerade noch Sachen für den Shop gekommen. Ich zeig's euch. Ich habe hier noch einen Adventskalender. Ganz gut, dass man in der Schublade was hat. Es sind noch Sachen bekommen für den Shop. Guck mal. Ich habe noch, weil die Kinder so Lust hatten auf ein Bastelset, habe ich noch Armbänder für Potterheads bestellt. Mal gucken, vielleicht basteln wir was drauf. Sag mir mal Bescheid, ob ihr ein Video sehen wollt, wie wir ein paar Armbänder flechten. Dann kamen noch die rein. Bastelspaß mit Filz. Bin ich mir auch nicht sicher, aber ich stelle mir das richtig spaßig vor. Das wird bestimmt cool. Und die Chiagu-Sets. Die sind sehr, sehr, sehr beliebt. Die sind jetzt in der zweiten Auflage da. Und sind ganz viel in den Shop angekommen. Und die sind neu. Herzchen. Herzchen-Maschenmarkierer von It Bro. Sorry, es ist gerade so gut. Schmeckt so lecker.
Ja, zeige mal. Hallo Leute und herzlich willkommen auf dem neuen Kanal. Mein Name ist Julia und das ist der neue Vulcast-Kanal. Ja, ich habe mir gedacht, ich starte einen neuen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich liebe Garn und Wolle, aber vor allem Garn. Ich liebe es zu häkeln, manchmal zu stricken und allgemein meine Freizeit mit Wolle zu verbringen. Und es ist so weit, dass ich mein Hobby irgendwann zum Beruf gemacht habe und habe mit meinem Mann angefangen, eigene Garne herzustellen. Solche Farbverlaufsgarne hier bei diesem Schlauchding. Das ist übrigens das Schlauchding ins Katrin, was ich heute trage. Und tut mir leid, ich bin aufgeregt. Also ich habe schon lange keinen Vulcast mehr gemacht. Und die Kanalmitglieder auf meinem Hauptchannel haben immer wieder danach gefragt, einen zu machen. Und jetzt kommt natürlich bestimmt die Frage von euch, warum starte ich denn überhaupt einen neuen Channel? Kann ich das nicht auf dem Hauptchannel machen? Und ich muss tatsächlich sagen, der YouTube-Algorithmus hat mich einfach die letzten Jahre bestraft. Also ich habe natürlich zu der Österreich-Zeit ein bisschen rumexperimentiert und bin nicht nur bei Anleitung geblieben. Aber der ganze eigentliche Grund ist tatsächlich, dass YouTube mich bestraft, dass ich nicht nur Anleitungen auf dem einen Kanal bringe, sondern eben auch gerne privat das zeige und vieles ausprobiere und vielleicht auch mal ein Kochvideo und was auch immer mache. Deswegen habe ich gedacht, ich würde sehr, sehr gerne mit euch quatschen. Ich mache das wirklich gerne, aber weil ich halt einfach Angst vor dem Algorithmus habe, sind wir jetzt hier. Why not? Da habt ihr halt alles zusammen. Wolle und mein Gequatsche und ein bisschen Zeit zusammen. Und ich freue mich dann, dass wir uns hier an diesem Plätzchen treffen. Ja, lass mich mal ein bisschen ausholen. Nehmt euch gerne mal was zu trinken. Ich glaube, das wird heute eine längere Session. Ich habe sie mir hier in unserer Holzhütte gemütlich gemacht. Auch für alle Neuen, hallo. Übrigens danke, falls ihr mir folgen wollt. Ich bin euch sehr, sehr happy, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Däumchen hoch oder ein Kommi. Ich freue mich wirklich sehr. Das gibt mir Serotonin und macht mich happy, wenn ihr gerne meine Inhalte guckt. Und egal, was ihr mir schreibt, ob ihr einen schönen Tag habt oder apropos schöner Tag. Heute ist sehr, sehr regnerisch, aber perfekt für Handarbeiten. Wenn es draußen regnet und stürmt, dann mache ich Handarbeiten umso lieber. Und für alle Neuen, die mich noch nicht kennen, also die hier neu zu dem Channel finden und mich noch nie... Oh, tut mir leid, ich bin ein bisschen vom Nachbarn. Also die Hütte hier, ihr seht, ich bin ein bisschen chaotisch. Also auch für alle Neuen, ich bin ein bisschen chaotisch. Ich mache das immer aus dem Stegreif. Ich habe nie ein Skript. Also ich habe vielleicht manchmal so ein paar Notizen, damit ich nicht vergesse, was ich noch zeigen wollte. Wir haben heute ein paar Sachen zu zeigen. Aber ich mache das wirklich aus dem Stegreif. Also ich schreibe mir nie ein Skript. Ich lese das hier nirgendwo über einen Prompter ab und was auch immer. Und die Hütte hier ist bei uns im Garten. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt. Bei uns einfach auf dem Grundstück. Und mein Mann hat das eigentlich für die Kinder gebaut. Und die Kinder nutzen es auch. Aber ich nutze es unfassbar gerne, um mal einen Podcast mit euch zu machen. Oder ich filme hier auch gerne. Und man kann hier aber rausgucken zum Nachbarn. Und der Nachbar geht gerade mit seinem Hund hier draußen rum. Deswegen lenkt er mich ein bisschen ab. Also wundert euch nicht, wenn ich manchmal rumgucke. Weil ich sehe halt, wenn Nachbarn hier vorbeifahren mit dem Auto. Oder wenn spazieren gegangen wird. Und ja. Ich lebe mit meinem Mann und mit meinen Kids und unserem Kater Stocki im Wald. Und ach, das war so eine riesenlange Story, bis wir hierher gefunden haben. Wir sind sehr, sehr happy. Es war ein totaler Glücksgriff. Wir konnten Ewigkeiten nichts finden, was wir uns leisten konnten. Gerade hier ist es wirklich sehr schwierig. Die Häuser haben eine schlechte Substanz, sind sehr häufig verschimmelt so weiter. Und das war wirklich ein Glücksgriff. Ja, wir sind sehr, sehr happy, dass wir aktuell die Zeit hier verbringen dürfen und ich hoffe sehr, sehr lange. Mit den Kids ist es wirklich sehr häufig sehr stressig. Wir haben die rund um die Uhr bei uns. Wir haben uns dafür entschieden, die rund um die Uhr zu betreuen. Und der Wald gibt uns halt wirklich sehr, der groundet uns. Also der gibt uns sehr viel Rückhalt, um uns wieder zurückzuholen. Und einfach sobald Sonne da ist, gehen wir einfach raus und genießen den Tag. Ja, ich würde gerne ein bisschen zurückholen, damit auch alle, die mich noch nicht kennen, vielleicht, dass ich euch abholen kann. Also ich habe mit Handarbeiten angefangen, da war ich sehr, sehr klein. Ich habe bei meiner Oma ein bisschen was abgeguckt. Sie hat mir sogar Dinge gezeigt, wie man spinnt und wie man handarbeitet. Meine Mama hat mir, glaube ich, gezeigt, wie man
zum Stricken Maschen anschlägt. Ich habe mich da auch ein bisschen rumprobiert, war dabei recht verkrampft. Und es gab dann bei uns, als ich klein war, einen Handarbeitskurs, wo man hingehen konnte. Der wurde, ich glaube, in einem Kindergarten organisiert, aber das war dann halt privat, also nach dem Kindergarten. Und das hat so eine Handarbeitslehrerin gemacht. Ich glaube, das war irgendwie frei, also staatlich organisiert. Das war nichts, wo man irgendwie eine Kursgebühr bezahlen musste, also nicht so eine Art Volkshochschule oder so. So, das war also von der Stadt praktisch organisiert, dass die Kinder da hingehen konnten, und da habe ich häkeln gelernt. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und die ersten Sachen waren natürlich auch so Topflappen. Ich kann mich noch erinnern, ein Topflappen, ein rosa Topflappen, das aussah wie ein Schweinchen. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und da habe ich so meine Zeit verbracht. Aber wir haben da irgendwie angefangen, noch alles Mögliche andere zu machen. Also es war so eine Art Handarbeits-Crafts-Kurs irgendwie für alles Mögliche. Ich glaube, wir haben da auch irgendwie mit Clay gearbeitet. Also Fimo-ähnliche Sachen. Und irgendwie habe ich da, glaube ich, zum ersten Mal einen Kopierer gesehen. Also für mich war das so, boah, was ist ein Kopierer? Also eine Maschine kann irgendwie etwas sehen und dann kann sie das irgendwie abtasten, abfühlen und das als Papier wiedergeben, egal was man in diesen Scanner reingibt. Das war total faszinierend für mich. Und ich glaube, sie hat uns da so Vorlagen irgendwie ausgedruckt, die man ausmalen kann. Also sie hat praktisch die Kinder am Nachmittag beschäftigt, wenn die Eltern noch ein bisschen Zeit gebraucht haben. Aber ich war da wirklich sehr, sehr gerne da. Und da habe ich so meine Liebe für Handarbeit und für Wolle entdeckt. Und später hat meine Oma, sie hat mich so ein bisschen auch für Spinnen begeistert, aber das hat sich auch irgendwie alles verloren. Ich weiß noch, sie hatte so einen ganz, ganz alten Spinnbock, den hat sie auch vererbt bekommen, wahrscheinlich von ihrer Mutter, Oma, wie auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr. Und sie hat damals einen kleinen Hund gehabt und sie hat Hundehaare gesammelt. Und aus den Hundehaaren hat sie Wolle gesponnen. Und das war auch total faszinierend für mich, wie sie so tütenweise diese Haare gesammelt hat. Dann hat sie die irgendwie gekämmt und dann hat sie das gesponnen, dann hat sie das so gezeigt. Aber sie hat nicht so ein Spinnrad gehabt, sondern das war eher so ein Bock, wo man sich so draufgesetzt hat und man hatte so eine Spindel gehabt und sie hat das noch per Hand gemacht. Also sie hat das irgendwie gesponnen und dann per Hand nebenbei aufgespult. So hat sie das halt gemacht. Und später hat sie auch daraus was gestrickt. Ich weiß aber nicht mehr, ob es so Winterhandschuhe oder Hosen oder so etwas Ähnliches war. Und das habe ich auf jeden Fall getragen. Ja, bei uns war es im Winter recht kalt. Konnte auch mal bis minus 30 Grad werden. Und da hat man solche Sachen gebraucht, ja. Ja, aber zu der Zeit weiß ich auch noch, Wollsachen waren immer so ein Ding, das konnte auch kratzig werden. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ihre Sachen kratzig waren. Ich weiß es nicht. Ich habe ja mal von der Oma was bekommen. Und meine Oma hat auch noch eine Schwester, die hat auch handgearbeitet. Oh, da fällt mir noch gerade ein. Sie hat mir gezeigt, wie man eine Luftmaschenkette macht. Da hat sie mir nämlich beim Besuch, als wir die Schwester von meiner Oma besucht haben, was ist das eigentlich? Was ist die Schwester von einer Oma? Ist das jetzt irgendwie meine Schwiegeroma? Nee, Schwiegeroma ist dann angeheiratet. Was ist die Schwester meiner Oma? Gibt's dafür einen Begriff? Und sie hat mir gezeigt, wie man eine Luftmaschenkette macht. Ich fand nämlich bei dem Besuch, also ich war ganz klein, ich war vielleicht 4, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Und da fand ich irgendeinen Anhänger so super, super schön. Und sie hatte natürlich keine Kette gehabt und hat dann einfach ganz schnell einen Garn genommen, eine Luftmaschenkette gemacht und mir dann das drum gemacht. Und dann habe ich das getragen. Ja, das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Sie hatten auch eine schöne Wohnung gehabt. Das war irgendwie alles voll mit Holz, war zwar in der Stadt, aber alles irgendwie mit Holz ausgelegt, ganz, ganz simpel. Also unsere Familie ist auch komplett simpel. Also ich komme nicht aus irgendeiner reichen Aristokraten, whatever. Wir haben super, super simple Leute. Meine Oma zum Beispiel war eine Lehrerin für, wie nennt man das, Malerarbeiten. Also sie hat Maler ausgebildet und oh Gott, da kommen Stories. Da war ich auch schon mal mit ihr im Urlaub gewesen. Da waren wir auf so einer Insel und sie war dann dafür zuständig, irgendwie alle Gerätschaften auf so einer Urlaubsinsel. Und da waren ganz, ganz viele Spielplätze und so für Kinder solche Sachen, wo man drüber klettern konnte. Solche Bögen aus Metall, wo man drüber klettern konnte. Und natürlich Schaukeln oder irgendwelche Bänke. Und sie hatte auf jeden Fall ihre Schüler dabei. Und das war so die perfekte Option für sie, eine Möglichkeit für sie, das Malern zu lernen. Also sie haben praktisch alle Gerätschaften, die auf der Insel verteilt waren oder wie gesagt Bänke. Es waren auch Holzhäuser drauf, also Log Cabins. Und die haben alles gemalt. Ich glaube, ich war 2 Wochen mit ihr da und die ganzen Schüler, die haben die ganze Insel komplett eingemalt. Also diese Kletterdinger waren dann irgendwann rot, die Schaukeln waren blau, die Häuser waren dann recht bunt angemalt. Also natürlich zwar passend, also jetzt nicht so bunt Pippi Langstrumpf-mäßig, aber halt bunt passend.
Und ja, da konnte ich eine schöne Zeit mit ihr verbringen. Oh, aber ich sehe, ich schweife ab, da kommen Erinnerungen hoch. Ja, auf jeden Fall, mein Handarbeitskurs war dann irgendwann ausgefallen. Ich weiß nicht warum, ich bin dann irgendwann mal als kleines Mädchen hingegangen und der Termin, also sagen wir mal, es war dann abends um 5 oder um 4, irgendwie so um die Uhrzeit war dann der Kurs. Und der fand dann einfach nicht statt. Und so wie ich bin, also ich wirke in Videos vielleicht manchmal selbstbewusst, also ich höre ich von vielen anderen Leuten, dass ich selbstbewusst bin. Im echten Leben bin ich es aber tatsächlich nicht. Ich gehöre zu den Leuten, also denn ich habe auch diese Millennial-Krankheit, ich kann nicht telefonieren. Also wenn es heißt, mach einen Termin beim Doktor, da schiebe ich meinen Mann vor. Ich kann die Leute auch nicht irgendwie nach etwas fragen und so war das dann halt eben auch, dass ich mich natürlich als kleines Mädchen nicht getraut habe, irgendwie vor Ort zu fragen, warum ist denn dieser Handarbeitskurs ausgefallen? Vielleicht war der wirklich nur ausgefallen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich war noch ein zweites Mal da und dann fand der dann einfach nicht statt und durch die Schule hat sich das dann irgendwie verlaufen. Also ich habe meine Handarbeit, die Liebe zur Handarbeit irgendwie verloren, weil zur Schulzeit war das natürlich uncool. Es war ja immer nur so ein Oma-Ding und dann später also 9., 10., 11., 12. Klasse war das natürlich dann sowieso komplett uncool. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu studieren. Und dank des Studiums, also Dankeschön an dieser Stelle, die Vorlesungen waren, die sind natürlich nicht alle, aber manche Vorlesungen waren so langweilig. Ich habe Wirtschaft studiert, Business Administration, da habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und die waren so öde, dass ich irgendwann angefangen habe, wieder zu handarbeiten. Also ich habe wirklich überlegt, was mache ich da? Und da bin ich, das war so gerade die Zeit, wo ich auch YouTube entdeckt habe. Das war ganz neu für mich. Oder ich glaube, das war sogar auch die Zeit von My Video oder sowas hieß es, My Video. Da gab es noch dieses Snapfish. Also das war die Zeit, wo gerade so die ganzen Videoplattformen hochgekommen sind. Und da gab es auch noch Yahoo neben Google. Also heutzutage benutzt man ja eh nur Google, aber damals konnte man noch Yahoo und Bing benutzen, also da haben sie sich noch konkurriert. Und weil mir natürlich viel Praxis gefehlt hat, habe ich angefangen im Internet nach Häkelanleitungen zu suchen und bin durch englische Anleitungen dann dazu wiedergekommen. Und ich glaube, ich habe das auf MyVideo entdeckt und auch auf YouTube. Und der ersten YouTuberin, der ich gefolgt bin, war, sie hieß, glaube ich, Theresa Richardson, TJW 1968. Den Kanal gibt es nicht mehr. Sie ist auch irgendwann abgedriftet, sie ist so ein bisschen abgespaced und sie hat sogar eine Anzeige gekriegt, weil sie irgendwie online gedroht hat, eine Schule, irgendwie, irgendwas war da. Auf jeden Fall, ja, sie ist ein bisschen abgespaced und ich weiß nicht, ich hoffe, ihr geht's gut. Also ich schätze mal, ihr ging es einfach mental nicht so gut und die ist dann komplett abgedreht. Ging in die falsche Richtung, aber sie hat mir unfassbar gut geholfen, wieder das aufzunehmen, also einfach wieder die Liebe zur Handarbeit zu finden. Und lustigerweise fanden das andere Studenten auch faszinierend, was ich denn da so Handarbeit und haben geguckt, ja, was machst du denn da? Und ich habe, damals war auch noch diese Wolle in, diese Wolle, wo diese kleinen Pompons dran sind, kennt ihr vielleicht noch, diese Puschel. Mit sowas habe ich gerne gestrickt, weil ich war schon immer so, ich bin nicht so ein Fan von ganz, ganz komplizierten Anleitungen, sondern ich stricke und häkle tatsächlich am liebsten ganz simple Maschen und lasse das Garn für mich arbeiten. Deswegen habe ich auch damals schon nach einem Garn gesucht, was irgendwie etwas Besonderes hat und ich muss praktisch nur rechte und linke Maschen stricken. Wisst ihr, was ich meine? Oder nur rechte. Und das haben sich ja natürlich auch andere Studenten dafür interessiert und haben dann gefragt, was machst du denn da und bla. Und es haben dann auch von den Studentinnen, haben sich auch die Jungs dafür interessiert, also deren Freunde. Verheiratet war damals ja noch keiner. Ich glaube, wir waren sogar die Ersten, die während des Studiums geheiratet haben. Da haben die Leute Augen gemacht, meine Güte. Das hättet ihr mal sehen sollen. Zu einer Prüfung war ich dann irgendwann angekommen und ich stand dann mit meinem Mädchennamen drin und dann habe ich gesagt, ja, ich heiße jetzt aber anders. Und dann waren alle sofort so, ne, alle sitzen in der Prüfung und wenn jemand vorne spricht am Tisch, das hört man dann, ne? Also selbst wenn du flüsterst, dann sagst, ja, ich habe jetzt einen anderen Namen. Und dann hat sie gesagt, ja, keine Ahnung, wie machen wir denn das jetzt? Meinst du, ja, ich lasse ihnen meine Matrikelnummer da, ich habe geheiratet und alle so, wer ist es? Ich meine, die konnten sich schon denken, weil manche haben uns ja zu zweit ja schon gesehen, die waren dann ja eh unzertrennlich ab dem Tag, wo wir uns gefunden haben.
Aber das war schon, ja, das war sehr putzig. Und ich saß dann die ganze Prüfung da, ich muss noch die Prüfung schreiben und alle haben mich nur angestarrt. Die hat Karl. Das war sehr, sehr lustig, ja. Es war eine sehr aufregende Zeit, so jung verheiratet zu sein. Aber es war toll. Es hat, ja. Och Gott, Leute, ich sag's euch, da kommen so viele Erinnerungen hoch. Auf jeden Fall, ich war stehen geblieben bei den Jungs, die dafür sich auch interessiert haben zu häkeln. Und ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, dass hetero Jungs sich dafür natürlich absolut schämen, wenn sie handarbeiten. Und daraufhin kam dann die Frage, Julia, kannst du das dann nicht irgendwie zeigen oder mir erklären, weil mein Freund will das auch machen. Weil das auch irgendwie, das war so zu der Zeit, wie gesagt, über die Video-Channels war das so extrem spannend damals. Und weil ich ja bei TJW, ja, bei der Theresa dann gesehen habe, dass sie ja diese Videos macht, habe ich mir gedacht, okay, also schriftlich machen macht keinen Sinn. Also ich habe halt auch unbedingt die Videos gebraucht, weil gerade ein Anfänger, wenn du einem Anfänger etwas Schriftliches gibst, das hilft ihm nicht. Man muss das sehen. Natürlich, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann geht das über die schriftlichen Anleitungen wunderbar. Aber ja, und ich habe dann tatsächlich über eBay, habe ich denn den günstigsten Camcorder gekauft, den ich finden konnte, weil zu der Zeit als Student könnt ihr euch sicherlich vorstellen, Dauerpleite. Ich glaube, ich habe damals von 200 € im Monat gelebt. Ja, das war sehr knapp. Also ich glaube, insgesamt hatte ich so um die 500 zur Verfügung, aber da geht ja noch Miete ab und Strom, Heizkosten, ne? Wisst ihr ja, ihr müsst dann erstmal 300 € bezahlen, praktisch, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt und das, was übrig bleibt, das könnt ihr dann für Essen und Sonstiges verwenden. Und so habe ich natürlich dann den günstigsten Camcorder auf eBay rausgesucht, den es überhaupt gab. Der könnte vielleicht so 60, 70, 80 € gekostet haben, ich weiß es nicht genau. Und ich glaube Mustek, kann das sein, dass er Mustek hieß? Ich weiß es nicht, es war bestimmt irgendwas Chinesisches. Den habe ich bestellt, der ist auch gekommen. Bei im Laden, also zu der Zeit war es auch noch so, dass die Ladenpreise bei Mediamarkt oder Saturn oder wo auch immer oder Expert, also wirklich sehr teuer waren. Also du bist manchmal in den Laden gegangen und wolltest irgendwie nur eine Computermaus kaufen und die wollten von dir 30 € und so, davon kann ich irgendwie einen Monat lang schon fast Essen für mich kaufen. So, nee, geht nicht. Ja, und dann habe ich noch ein Tripod gebraucht, also ein kleines Stativ, das war so ein dreibeiniges Stativchen, das hat dann auch nochmal irgendwie 10 € gekostet oder so. Und dann habe ich dann diesen Camcorder draufgeschraubt, das Stativ, dieses klitzekleine Dreibeinchen auf den Tisch gestellt und habe mein erstes Video gedreht und es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich glaube, mein erstes Video war entweder eine Handysocke oder eine Blume und es könnte sein, dass es noch auf dem Wikipedia-Channel drauf ist. Ich bin mir nicht sicher. Dieses Video zeigt, wie man eine Handysocke häkelt, und zwar für solch ein Handy. Aber das Problem war bei diesen ganz, ganz billigen Camcordern, die können natürlich nicht fokussieren, wenn du mit den Händen ganz nah an die Kamera gehst. Ne? Weil beim Handarbeiten, also wenn man Handarbeiten filmt, geht man mit der Kamera ganz, ganz, ganz nah ran. Und die ganz billigen Geräte können das nicht fokussieren. Die können nicht auf 20 cm scharf stellen. Die sind halt eher darauf konzipiert, wenn man den Camcorder jetzt irgendwo durch die Landschaft hält, wenn man auf ein Konzert geht, seine Familie filmen will. Also wenn man sowieso ein paar Meter weg ist oder 1 Meter oder so. Und davon hatte ich natürlich absolut keine Ahnung. Ne? Also das erste Mal, als ich da gedreht habe. Ja, jetzt sind Hunde da. Ich glaube, heute sind, glaube ich, Jagdhunde da. Ich glaube, die jagen heute im Wald. Oder war das eine Hundepfeife? Auf jeden Fall sind Jagdhunde da. Falls ihr sie hört, es tut mir leid. Ich kann sie nicht beseitigen. Ich kann da jetzt schlecht hingehen und sagen, du, ich nehme jetzt auf, verschwinde. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Camcorder, genau, beim Camcorder. Und das war ein grottenhaftes Video, weil man hat kaum was gesehen. Der Ton war furchtbar, es hat nur gerauscht. Aber irgendwie war das damals trotzdem so spannend und so aufregend. Und ich habe die trotzdem online hochgeladen. Und das Faszinierende ist, das haben sich Leute angeguckt. Auf jeden Fall das erste Mal, als ich es hochgeladen habe, war auf MySpace. Das weiß ich noch ganz genau, nicht MySpace, MyVideo. Also es war diese andere Videoplattform. Hat sie nicht irgendwie RTL sogar aufgekauft damals? Und da, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, da hieß ich sogar 3x O, Julia 3x O.
Ja, also Wikipedia ist erst später entstanden. Wikipedia ist dann erst entstanden, als ich, glaube ich, meine Webseite gebaut habe. Auf jeden, ja. Und ich habe dann gesehen, dass, also auf diesem My-Video waren haufenweise Aufrufe da. Und weil ich aber ja Theresa auf YouTube dann gesehen habe, habe ich da dann auch einen Kanal erstellt und habe da dann auch Videos hochgeladen. Weiterhin mit meinem furchtbaren Camcorder, diesem furchtbaren Ton und diesem furchtbaren Bild. Und da habe ich so ein paar Basic-Sachen hochgeladen, wie gesagt, so eine Blume, diese Handytasche, also so ein Handy, Smartphone-Sock. Dann habe ich, glaube ich, eine Mütze hochgeladen und vielleicht einen Schal. Und dann habe ich es sein lassen. Dann habe ich einfach, also das waren so die wichtigsten Videos, weil die haben ja danach gefragt, wie geht das? Julia, lad das mal hoch. Und dann hatte ich diese Videos hochgeladen, habe die Links an die Mädels geschickt und habe das dann einfach hab praktisch YouTube zugemacht und gut ist, und ich habe mich um meinen Kanal nicht gekümmert. Also ich habe da nicht reingeschaut, wer klickt da drauf, wer schreibt da drauf. Das war auch alles komplett neu. Ihr müsst auch bedenken, YouTube damals sah auch aus wie so eine Blogseite. Das war so richtig rudimentär, wie so eine ganz billig zusammengebaute, zusammengeschusterte, selbst HTML geschriebene Seite. Das sah richtig, richtig billig aus damals. Und ich habe mir da gar keinen Kopf drum gemacht. So, ich habe ja während meiner Studiumzeit habe ich da irgendwie YouTube-Videos gemacht, wie die Jungs und die Mädels, die zu Hause irgendwie einen Schal häkeln wollen, hochgeladen, zugemacht. Und irgendwann, das war auch während des Studiums, ich glaube zu der Zeit habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben in Ulm. Ja. Und dann kam irgendwann von YouTube eine E-Mail. Ja, du hast ganz viele Aufrufe. Wir möchten gerne dir eine Partnerschaft vorschlagen. Ich gucke mir so die E-Mail an. Also ich war ja schon auch vertraut mit Spam. Ne? Man kennt das ja, dass da irgendwie aus Nigeria irgendjemand verstorben ist, der reich ist und der gerne dir irgendwie sein Vermögen überlassen will oder irgendwelche Leute, die... Es gibt ein ganz neues Konzept, steigen Sie ein, es gibt 130% Rendite, hier, Sie müssen nur 10.000 Euro einzahlen, dann sind Sie reich morgen. Das ist so. Man kennt das ja schon, ne? Das Ganze, ich weiß nicht, aber am Tag bestimmt 20 Spam-Mails bei mir in meinem Spam-Fach. Und also nur in einem von jeder E-Mail-Adresse. Ich habe das nicht für voll genommen. Ich dachte mir, nee, das, klar, YouTube möchte mir irgendwie eine Partnerschaft vorschlagen. Naja, habe ich das dann liegen lassen, da kam der Reminder irgendwann nach einer Woche oder zwei, keine Ahnung, kam der Reminder nochmal, ja, wir würden gerne, möchten Sie nicht, okay, dann habe ich gesagt, okay. Wir haben ja Google, gibt es bei Google eine YouTube-Partnerschaft, was ist das? Und tatsächlich, siehe da, es gibt so etwas wie YouTube-Partner, die sind dazu da, dass man dann mehr Funktionen bekommt, also man kriegt dann besondere Funktionen, das war damals, glaube ich, du konntest deinen Kanal dann bearbeiten, also man konnte seinen Kanal, also alles, was ihr heute, wenn ihr jetzt auch Strick-Podcaster seid oder egal, was ihr jetzt hochladet, ihr habt es, die Funktionen alle, damals gab es sie noch nicht. Und damals hat man die halt nur als YouTube-Partner bekommen, dass man halt irgendwie den Hintergrund bearbeiten kann und man kann die Startseite seines YouTube-Kanals nochmal einrichten mit irgendwie Playlists und Übersichten und so weiter und so fort. Also man hatte halt mehr Funktionen. Damals hatte man sogar auch noch einen Shop-Reiter und man konnte irgendwie auch Amazon-Sachen verlinken. Also da gab es auch ein paar mehr Sachen, was man heute nicht hat. Genau, das haben sie auch nur ganz kurz drin gehabt. Irgendwie Künstler konnten, glaube ich, auch ihre ganzen CDs in einem extra Reiter auf der Kanalseite auch einblenden. Das gibt's heute auch nicht. Warte mal, ich muss mich mal ein bisschen umsetzen. Sonst schlafen mir die Beinchen ein. Ja, ich setze mich mal auf die linke Seite. Und dann habe ich mich in meinen YouTube-Account eingeloggt. Und da kam dann auch die Meldung. Ich habe gesagt, okay, ich klicke jetzt nicht irgendwelche Links aus der E-Mail an. Ich logge mich jetzt in meinen YouTube-Account rein und gucke, ob ich da das irgendwie machen kann. Und da stand tatsächlich diese Meldung. Und dann habe ich erst die ganzen Aufrufe gesehen und die Kommentare. Der ganze von diesen 4 Videos, die irgendwie online waren, das waren haufenweise. Also für mich war das extrem viel. Damals, ich weiß nicht, waren vielleicht 10.000, 20.000 Aufrufe. Und haufenweise Kommentare drunter. Vielen Dank, das Video hat mir geholfen. Manche haben auch gesagt, boah, furchtbare Qualität oder was machst du denn da? Aber war okay, ist jetzt, ich meine, das wusste ich jetzt auch selber, dass die Qualität furchtbar war. Und ja, ich habe das dann einfach angenommen. Und ich habe mich dann ab dem Zeitpunkt total in dieses YouTube-Video-Abenteuer gestürzt. Was dann natürlich her musste, war eine neue Kamera. Da bin ich dann mit Chris losgezogen und wir haben sie diesmal in einem Saturn gekauft. Ich glaube, es war also Saturn oder Mediamarkt. Es war auf jeden Fall irgendwas, was in Ulm
Mega, ich glaube, es war ein... Ich weiß es nicht. Irgendetwas, was in Ulm um die Ecke war. Also zum Beispiel bei schönem Wetter hingetingelt und ich habe da so ein bisschen rumprobiert. Also natürlich wieder Budgetlösung, ne? Wir waren ja noch immer Studenten. Wir konnten uns dann noch immer keine gescheite Kamera leisten, aber es war natürlich deutlich besser. Und es war eine Nikon Coolpix, eine rote. Weiß ich noch, die hatte ich auch noch recht lange gehabt. Ja. Und die hatte noch ein Format 4:3. Ja, damals war das auch noch gar nicht so in, dass wir so im Breitbild in diesem 16:9 gefilmt haben, sondern 4:3 war noch vollkommen normal. Und mit der habe ich dann die Folgevideos gemacht. Aber die waren noch immer verrauscht und noch immer, die Videoqualität war noch immer nicht sonderlich gut. Der Fokus saß auch immer nicht perfekt. Ich habe dann später auch nachgelesen, dass sie eigentlich erst so ab 50 cm gut fokussiert. Da war der Fokus auch nicht so doll, aber da hatte ich halt auch zu wenig Ahnung. Aber ich habe mich ab dem Zeitpunkt habe ich mich total ins Woll- und Häkelabenteuer gestürzt und dann ging es los. Dann sind wir dann zum Real, da habe ich mir eine Wolle besorgt und da habe ich dann angefangen mit den Anleitungen. Dann gingen dann die Tücher los und dann gingen dann die Beanies los und solche Sachen. Und da, da habe ich mich von einem Abenteuer ins nächste gestürzt. Und da kam dann irgendwann Scharenmeier auf mich zu und meinte, hey, können wir deine Videos bei uns irgendwie auf der Webseite einblenden, weil die können wir also als Grundlage gut gebrauchen. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich kein Problem. Und dann kam auch die erste Kooperation. Die haben mir dann angeboten, dass sie mir Wolle schicken und dass ich dann damit Anleitung drehe. Und ich war natürlich total begeistert. Also hey, wow. Wir hatten einen tollen Kontakt. Ich hatte also so eine Partner oder Ansprechperson. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war einfach ein tolles Gefühl, dass jemand auch deine Arbeit wertschätzt. Und irgendwann kamen dann auch, glaube ich, die ersten Zahlungen von YouTube so für die Werbeeinblendung. Und damals gab es ja noch so Werbeblöcke, die so eingeblendet wurden, wo man draufklicken konnte, so Werbebanner, das kennt ihr vielleicht noch. Da waren dann irgendwelche Sachen drin, wie irgendwelche Minzdrops oder irgendwelche Reinigungsmittel für den Haushalt und so. Das waren so die ersten Werbungen, die so reinkamen. Und so hat sich das nach und nach dann gesteigert. Und ich habe dann später, also zu meiner Bachelorarbeitszeit, habe ich noch parallel bei Kaufland gearbeitet und da hat sich der YouTube-Channel dann aufgebaut und irgendwann hatte ich dann tatsächlich die Entscheidung dann gefasst, das selbstständig zu machen und aus praktisch dem Studentenjob auszusteigen und mich voll darauf zu konzentrieren und dann konnte ich jeden Tag ein Video hochladen und dann kamen auch die ganzen Anfragen mit anderen Sprachen, dann sollte ich das übersetzen. Mit meinem Mann bin ich schon ganz gut um Europa rumgekommen. Also wir haben schon in der Schweiz gelebt, in Österreich gelebt, in Irland gelebt, haben so einige Abenteuer gehabt mit Häusern renovieren und instand setzen. Ja, wir haben da so ein Faible für ganz, ganz alte oder runtergekommene Häuser, die wir dann aufarbeiten. Das hat natürlich auch den ganz einfachen Aspekt. Das ist natürlich viel, viel günstiger, ein älteres Haus zu kaufen. Also unser erstes Haus, was wir gekauft haben, hat 9.500 Euro gekostet in Bayern. Sorry, wenn ich jetzt gerade abschweife, aber ich habe wirklich so viele Erinnerungen. Und das haben wir dann auch einfach gefunden durch Kleinanzeigen. Ich habe mir dann irgendwann so eine Notification gesetzt, dass er welchen Preis wir uns vorstellen. Und wir haben dann alles selber gemacht, also alles selber renoviert, das Dach neu gemacht. Da haben wir einen richtig coolen Trick angewandt, den habe ich irgendwann im Handwerkerforum gesehen. Wir hatten vorne ein Flachdach und das war undicht. Und im Handwerkerforum, die haben dann empfohlen, mach doch einfach Teichfolie drauf. Teichfolie hält Jahrzehnte, ist ideal für Sonne und Wasser. Und das haben wir auch genau gemacht. Wir sind einfach in den nächsten Baumarkt gefahren. Wir haben gesagt, wir brauchen die und die Größe für unser Dach. Habt ihr das? Ich sagte, ja. Das war eine riesige Rolle. Boah, meine Güte. Also Chris hat sich auch einen abgehoben. Ich habe mir auch echt Sorgen um seinen Rücken gemacht. Dann haben wir das aufs Dach gehievt zusammen. Diese riesige schwarze Rolle dann ausgebreitet. Und dann in den Seiten dann festgemacht und dann hatten wir ein neues Dach. Also es war total cool. Ich glaube, es war mit 280 Euro oder so, war das dann erledigt, weil alle, die vorbeikamen, die wollten irgendwie 20.000 und aufwärts. Und wir haben gesagt, nö, wir sind gerade frisch fertig mit dem Studium. Wir fangen irgendwie unsere Selbstständigkeit an.
Wir haben keine 20.000. Und so entstand dann irgendwie auch so die Liebe zum DIY, dass man auch irgendwie gemerkt hat, es funktioniert. Ja, davor noch in der Schweiz. In der Schweiz ist übrigens unser Shop entstanden. In der Schweiz haben wir uns dafür entschieden, einen Garnladen zu starten. Und zu der Zeit, ich habe so viele Erinnerungen. Zu der Zeit haben wir am Pass gelebt, mitten in den Bergen, ganz alleine, sogar eine Zeit lang ohne Strom. Also wir sind in ein Haus auch eingezogen, wir haben es auch komplett aufgemotzt. Wir haben dann eine Solaranlage bestellt, eine Photovoltaik-Solaranlage mit Batterie und haben so dann Strom in unser Haus bekommen. Und haben da unser Online-Business gestartet. Und wir hatten da sogar einen kleinen Laden gehabt. Wir wollen es einfach probieren. So, wie ist es, einen Laden zu haben? Ist es was für uns? Und der hatte halbtags offen, also vormittags nicht, aber nachmittags. Und da war meistens Chris da, aber ich war meistens so für die Online-Sachen zuständig. Und oh, ihr seht schon, ne? Ich komme ins Schwärmen. Meine Güte, das ist, ja, wahnsinnig viele Erinnerungen. Und das zieht sich bei uns irgendwie so durch, so dieses Rumprobieren, Machen, etwas gestalten. So, wir haben wirklich jede Situation, die kam, einfach so genommen, wie sie war, egal wie schlecht ein Leben, also schlecht, also viele sagen ja, ich könnte niemals irgendwie in einem Haus ohne Strom und fließend Wasser und so leben. Wir haben praktisch jede Situation, die da war, so genommen, wie sie war und haben daraus etwas gemacht. Und es hat uns immer Spaß gemacht, zusammen Dinge zu tun, also zusammen Zeit zu verbringen und zusammen ein Dach auszubauen, es zu isolieren, zu verkleiden, dann anzumalen und irgendwann dieses fertige Zimmer zu sehen. Das war so schön. Das hat vielleicht auch mit Handarbeiten, es ist irgendwie so verwandt, wenn man gerne Handarbeit, dass man vielleicht auch gerne DIY macht. Aber da hat halt Chris halt auch einen Hang dazu. Also da bin ich sehr dankbar, dass er das auch gerne selber umsetzen möchte. Und ja, das hat sich bis heute so gehalten. Also wie gesagt, diese Hütte hier hat Chris komplett selbst gebaut. Gerade eben ist er dabei, ein Carport zu bauen, weil er am Auto sehr viel bastelt. Das ist hier bei uns auch ein bisschen schwierig, gescheite Kfz-Mechaniker zu finden. Und der hat Sorge um sein Auto, weil mit denen haben wir auch nicht so viel Glück. Also wir kaufen auch immer alte Autos, reparieren die selber und solche Sachen. Also Chris, also ich bin tatsächlich kein Autoreparateur. Beim Haus helfe ich gerne, aber beim Auto, das macht dann doch Chris. Und er repariert das gerne selber. Und Carport braucht er jetzt einfach, weil es sich mit Dach im Trockenen besser reparieren lässt, als immer darauf zu warten, dass kein Regen kommt. Ich schweife ab, ne? Ja, okay. Lasst mich ein Schlückchen trinken. Ich schweife zu viel ab. Lass mich, ich weiß nicht, wenn ihr mal irgendwie eine bestimmte Story hören wollt, wir machen ja jetzt hier einen Vulcast, wir machen ja jetzt einen Channel, wo ich praktisch nur quatsche. Und jetzt auch wenn, Moment, und auch wenn ich jetzt über irgendwie was anderes quatsche, ist es, glaube ich, auch nicht schlimm. Ne? Wir sind ja alle hier, weil wir Lust haben, miteinander zu reden oder weil ihr mich vielleicht eine Stunde laufen lasst und dabei einschlaft, ist auch okay. Nicht schlimm, ist in Ordnung. Ich mache das auch manchmal, wenn ich abends schlecht einschlafen kann, lasse ich auch manchmal einfach Leute oder Podcasts laufen, Handarbeiten nebenbei, um dann müde zu werden. Ist vollkommen okay. Ich mache das auch gerne. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle an alle Strickpodcaster da draußen. Ich finde euch toll. Ich gucke euch nämlich gerne. Also ich schaffe natürlich nicht alle, aber die meisten, die ich gucke, die wissen es, glaube ich, schon, weil ich auch mal ab und, also nicht immer, aber ab und zu mal einen Kommentar da lasse oder ich schreibe mir den persönlich. Und ja, also liebe Grüße an dieser Stelle, ihr macht es toll, ich gucke euch gerne. Ich handarbeite gerne, ich gucke gerne Strickpodcaster. Tatsächlich am liebsten auf Deutsch, ich höre gerne die deutsche Sprache. Und vor allem, weil wir in der englischsprachigen Region sind und ich höre dann doch jemand gerne Deutsch reden. Das tut mir gut, gibt mir ein schönes Gefühl von Heimat. Und jetzt kommt mir schon wieder ein Spruch, oh, darf man überhaupt noch Heimat sagen? Aber hier darf man das. Ja, ich bin abgeschweift. Ne? Genau, also wenn ihr Fragen habt, also wenn ihr unbedingt möchtet, dass ich über ein bestimmtes Thema rede, dann fragt mich einfach, dann machen wir vielleicht noch mal eine Extended Session und ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, was wie wo mal war und was wie passiert ist und wie wir irgendwas gelöst haben.
Aber wir hatten wirklich schon sehr, sehr lustige Situationen. Und an dieser Stelle, ich würde vielleicht gerne auch noch hinzufügen, wenn jemand überlegt, selbstständig zu werden und traut sich das nicht wegen dem Faktor Finanzen. Was ich jetzt so aus dem Bauchgefühl, was ich unbedingt euch gerne mitgeben möchte, wer selbstständig werden will: Ihr habt eine extrem hohe Kontrolle über eure Finanzen, wenn ihr selbstständig seid, und vor allem dadurch, dass ihr dann nicht mehr ortsabhängig seid. Also ihr müsst dann nicht an einem Ort leben, wo ihr arbeitet, könnt ihr euch immer die günstigste Wohnsituation aussuchen. Und so war es halt bei uns, dass uns die günstigsten Wohnsituationen an die schönsten Orte in den Ländern gebracht haben. Wir haben zum Beispiel in der Rhön gewohnt, in einem doppelstöckigen Haus, und wir haben nur 230 Euro Kaltmiete bezahlt. Und das war wunderschön. Also du gehst vor die Tür, kannst spazieren gehen in der Umgebung. Also Rhön, die Rhön ist schön. Zum Beispiel in der Schweiz, wo wir in diesem Häuschen am Pass gelebt haben, ich glaube, wir haben nur 200 Franken pro Monat an Miete bezahlt. Und ihr kommt wirklich an die schönsten Ecken in einem Land und ihr zahlt am wenigsten, weil da niemand ist. Und ihr habt auch noch Ruhe. Ihr habt meist keine oder nur wenige Nachbarn. Also es ist immer ein Vorteil. Ihr spart unfassbar viel Sprit. Ihr müsst nicht commuten, also ihr müsst nicht pendeln zu eurer Arbeitsstelle. Und wenn ihr von zu Hause arbeitet, müsst ihr vielleicht sogar nur einmal in der Woche euer Haus verlassen zum Shoppen. Vielleicht sogar seltener. Hier kann man sich zum Beispiel Sachen kommen lassen. Hier liefert Tesco und so weiter. Tesco Super Value. Wer noch? Die liefern hier. Ja, also rein theoretisch müsstet ihr euer Haus nicht mehr verlassen. Also ich finde, als Selbstständiger spart man sogar extrem viel Geld, weil man diese ganze Bewegung drumherum nicht hat. Ständig jeden Tag zur Arbeit. Wisst ihr, was ich meine? Und so dieses. Ihr spart sogar haufenweise Geld an Kleidung. Ihr braucht dann. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang in einer Firma für Power Tools gearbeitet. Ich muss da auch Geld in Kleidung investieren, damit ich halt auch schick aussehe. Das fällt weg. Ihr könnt das tragen, was ihr wollt. Hey, ihr könnt den ganzen Tag eure Häkelsachen tragen, wenn ihr selbstständig seid. Das ist cool. Ich hoffe, das war ein passendes Intro zu mir, falls ihr mich noch nicht kennt. Und wie ich hier zu diesem Channel gekommen bin, wie so meine Reise war, wie das entstanden ist. Lasst uns einen Wohlcast machen. Ich will euch ja zeigen, was so Neues gekommen ist, wie so meine Fortschritte sind. Das war ja eigentlich das Ziel. Wir waren letztes Mal stehen geblieben beim Dach, glaube ich. Ich habe euch über den Bienenmann erzählt, der bei uns die Bienen aus dem Dach geholt hat. Oh ja, ich glaube, das war ganz kurz vor dem Sturm. Hieß er Isha? Der ging auf jeden Fall durch die Nachrichten. Der war auch heftig bei uns. Wir hatten auch wirklich richtig Sorge, weil die Bäume sich hier, die haben sich richtig, richtig hier gebogen. Wir hatten auch schon Sorge, bei uns wurde das Dach ein bisschen beschädigt. Also Chris hat's dann nach dem Bienenmann geflickt. Also er hat das dann zugemacht, weil vorne. Also wir haben ja so ein Spitzdach und vorne ist das ja so eine Art Zementreihe, die die Dachziegel festhält. Und die sind rausgefallen, weil der Bienenmann halt auf dem Dach war. Also das war ja auch, das war abzusehen. Also wir wussten schon, wenn er da rumklettert, dass das passiert. Und das hat dann Chris notdürftig dann geflickt und durch den Sturm kam aber einiges runter. Wir suchen gerade nach einem Roofer, nach einem Dachmann, Dachfachkraft, keine Ahnung, wie das heißt, Dachdecker, ich weiß es nicht. Entschuldigt mich, ich weiß manchmal die Begriffe nicht. Bin da kein Profi darin und ist ein bisschen schwierig, die auch zu finden. Die antworten nicht, die kommen nicht. Wenn die sagen, die kommen, dann kommen die, aber ja, schwierig. Also es muss auf jeden Fall gemacht werden, das Dach ist. Das muss sich jemand angucken, das ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, und die Regenrinne, die will Chris auch noch machen. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen zerstreut. Mir fehlt jetzt der Einstieg. Wie fangen wir denn an? Ich habe hier ein paar Sachen, an denen ich handgearbeitet habe. Ja, ich glaube letztes Mal, wartet mal, lass mich mal das zur Seite legen. Letztes Mal habe ich euch auch meinen Schal gezeigt, den ich im Mosaikmuster mit Hebemaschen gearbeitet habe. Ich zeige euch mal, wie weit ich gekommen bin. Also ich habe dazu Restgarne genommen. Ich habe so lange Restgarne gesammelt und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Und ich habe diesen Schal angefangen.
Und der ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ist dann irgendwann hier zu diesem Blau und zu diesem Pink. Also ich habe wirklich einfach so, wie es kam. Ich habe sie ein bisschen angeordnet, aber dann habe ich einfach die Garne genommen, so wie sie kam. Und habe daraus dann einfach dieses Tuch gemacht. Aber, jetzt kommt das Aber. Also ich mag das Tuch an sich sehr. Das wird so ein sehr spitzes Tuch. Ist gestrickt. Vielleicht seht ihr das schon, das hat hier so eine Rundung. Ja, ich denke mal, das könnt ihr ganz gut sehen. Und hier ist so eine, so die Spitze. Hier ist noch ein bisschen Milano dran. Das sind auch so Garne, die wir selber machen. Dieses Zottelgarn. Das ist veganes, nicht haarendes Garn. Sehr, sehr wärmend, sehr schön weich und zart. Und was mir nicht gefällt, dass die Farbübergänge einfach so schlecht sind. Also an sich, das Tuch, der Schal ist echt cool. Also ich finde, der kommt gut raus. Vor allem macht er unfassbar viel Spaß zu stricken. Also wenn man anfängt, möchte man gar nicht aufhören. Und trotz, dass ich ja immer sage, ich arbeite am liebsten sehr simpel, trotzdem hat er eine gewisse Raffinesse drin und sehr viel Abwechslung und man wechselt dann ständig diese Maschen, also es wird nicht langweilig. Trotz, dass er gleich aussieht, wird es halt nicht langweilig beim Handarbeiten. Aber ich habe mich auf jeden Fall dazu entschlossen, ich mache den nicht zu Ende, ich fange den nochmal neu an und zwar mit einem, nein, nicht mit einem Farbverlauf, den möchte ich gern mit den handgefärbten Little G's handarbeiten. Mit Little G's, das ist Life in the Long Grass. Und das ist ein irisches Garn, und zwar von einer Handfärberin. Ich zeige euch das mal. Die habe ich irgendwann mal entdeckt, weil ich unbedingt irisches Garn haben wollte. Ich wollte eigentlich über viele, viele Jahre wollte ich, Entschuldigung für die Tüte, über viele, viele Jahre wollte ich selber handfärben, habe es aber einfach nie gemacht, weil mir fehlt einfach wirklich die Zeit. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, ich habe einen Shop, ich habe einen YouTube-Channel und ich versuche da ein bisschen am Ball zu bleiben, um euch ein bisschen Anleitungen zu bringen, was mir natürlich sehr viel Spaß macht. Aber ich muss mich halt dranhalten, ne? Muss mich ein bisschen organisieren, besonders in diesem Jahr versuche ich mich zu organisieren. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, nach jemandem zu finden, wo ich sage, das ist das Garn, das finde ich so schön. Und ich habe dann auch überlegt, nehme ich ein Garn auf, was die meisten kennen. Also die meisten sind ja vertraut mit dieser ganz typischen Sockenmischung Merino und 75% Merino, 25% Polyamid, zu diesem typischen Sockengarn, was gefärbt wird. Und ich habe mich dann doch dafür entschieden, wenn wir das schon machen, dann machen wir das 100% und ich habe praktisch das beste Garn, was sich am besten anfühlt, rausgesucht. Und das ist Merino und Seide. Das ist 80% Merino und 20% Seide. Lass mich nochmal gucken, nicht, dass ich was falsch erzähle. Genau, 80-20. Und das ist so traumhaft weich und glatt. Und so schön. Und es ist auch nicht so ganz dick, was ich auch schön finde. Bei manchen gefärbten Garnen, die sind etwas dicker, dass man dann irgendwie vielleicht so eine Vierer Häkelnadel oder Stricknadel braucht. Und die sind sehr dünn. Das finde ich halt auch toll. Dass man die auch wirklich dünn handarbeiten kann. Also man könnte damit sogar Lace arbeiten, wenn man möchte. Und das finde ich so toll. Ja, damit habe ich auf jeden Fall vor, diesen Schal zu stricken. Ich muss mich nur für Farben entscheiden. Ich will euch aber mal zeigen, was neu reinkam. Ich habe nämlich, ihr habt nach neuen Farben geschrien, ich weiß. Ihr habt euch ein paar neue Farben gewünscht und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe einfach gefragt, welche Farben wollt ihr? Und ich habe dann aufgenommen einen, ja, sagen wir mal so rosa Lavendelton, der heißt Jellyfish. Jellyfish übersetzt Qualle. Und dann haben wir hier French Lavender, also der französische Lavendel. Ja, mit der Farbe haben die Kameras meist Probleme. Die stellen das ein bisschen zu blau dar. Und das geht aber tatsächlich mehr ins Lila. Also die Kameras, ich weiß nicht warum, normalerweise haben die Kameras Probleme mit Rot, der Rest geht. Aber das sieht meist sehr, sehr blau aus und das hat aber ein lila Ton. Also das hier unten, das wird ganz gut. Der Jellyfish, der wird ganz gut eingefangen. Aber das hier oben ist zu blau. Es ist nicht zu blau. Dann haben wir hier Cantaloupe. Ja, so ein schönen, ja, so eine Mischung aus Orange und
lila, pink, Tön und Weiß. Ja, es ist irgendwie, aber es ist schwer zu beschreiben. Quarz, es ist quarzig, ja, quarzig. Quarz-Weiß mit lila Sprenkeln. Oh, es fühlt sich so toll an. Ich liebe diese Wolle, sie ist so schön. Und dann neu ist Mint Groove, Grove, Mint Grove. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mint Grove, Mint Grove, zeig ich mal. Mint Grove geschrieben. Mint Grove, Groove. Ich denke mal Grove, weil Groove wäre ja mit zwei O's, ne? Ja. I love it very much. Also grün ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, obwohl ich schon schön, ne? Ja. Ach, es ist schön. Es ist einfach ein Träumchen. Schön. Schöne Farben. Nee, das macht mich. Nee, ne? Die beiden zusammen? Aber da ist zu wenig Kontrast. Aber die zwei zusammen sind auch toll, ne? Ja, vielleicht werde ich den mit J Grey kombinieren. Ja, vielleicht mal sehen. Also für alle, die es interessiert, ich packe euch alle Links in die Videobeschreibung unter diesem Video. Ihr müsst auf mehr klicken. Und zusätzlich packe ich es in den ersten Kommentar. Ich fixiere den ersten Kommentar. Ich kopiere das immer, weil manche finden die Infobox nicht. Deswegen fixiere ich das immer im ersten Kommentar. Also da findet ihr dann auch nochmal die ganzen Links. Ich denke mal, das solltet ihr irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, geht einfach auf wikipedia.de. Da habe ich alles. Da muss ich irgendwie dazu sagen, dass es hier eine Dauerwerbesendung ist. Muss ich das einblenden? Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt wieder ein zweiter Channel und da heißt nicht direkt Wikipedia. I don't know. Warte, ich setze mich mal kurz um. Wie lange quatschen wir denn schon? 50 Minuten. Meine Güte. Hey. Oh, schön. Ja, womit machen wir weiter? Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen. Lass mal das zeigen. Ich glaube, damit machen wir weiter. Das sind übrigens meine Lieblingsprojektaschen von Prim. Ich mag sie sehr. Ich habe weitergearbeitet an meinem Chalet-Pullover. Der hier ist gehäkelt, nicht gestrickt. Das ist gehäkelt. Und ich habe den jetzt schon so weit, wartet mal, lass mal ein bisschen zusammenfassen. Ich habe den jetzt schon so weit, dass ich ihn zumachen kann. Also, das ist ein Raglan von oben in einem Stranded Colorwork. Also das sieht aus wie gestrickt, der ist aber gehäkelt. Lang hat es gedauert, ja, es hat sich ein bisschen hingezogen. Colorwork bin ich nicht so vertraut. Ihr wisst, ich mag am liebsten einfache Muster, aber das hat sehr viel Spaß gemacht und den kann ich jetzt schließen. Ich habe aber festgestellt, ich habe ihn gar nicht gefilmt. Und ich wollte doch gerne eine Videoanleitung machen, weil ihr wisst, ich bin ja auf YouTube unterwegs und damit habe ich einen neuen Pullover angefangen für meine Tochter, denn sie hat nämlich, als sie das gesehen hat, die letzten Tage, als ich dann gearbeitet habe, hat sie gesagt: Mama, ich will auch einen, machst du mir auch einen? Da habe ich gesagt: Ja, und so habe ich angefangen zu filmen und das ist jetzt das Bündchen, also oben für den Hals. Und sie muss sich dann noch neue Farben aussuchen für das Muster, damit ich das natürlich filmen kann und damit sie auch einen Pulli kriegt. Ich denke mal, sie wird sich was Pinkiges nehmen, schätze ich mal. Das heißt, wir werden dann hier einmal einen grauen Pullover sehen, dann nur als Textvariante. Und ich denke mal, das wird ins Magazin wandern. Also ich versuche, das dieses Jahr fertigzustellen, dass wir das im Magazin Nummer 3 machen. Auch für alle, die neu sind. Ich habe bis jetzt zwei Magazine rausgebracht. Nicht in Verknüpfung mit einem Verlag, sondern ich habe das einfach mal selber probiert. Ich habe mir gedacht, wie wir halt das immer alles machen, ich probiere es einfach. So, was soll schon passieren? Wenn es mir nicht gefällt, ich muss es ja nicht veröffentlichen. Und so habe ich das erste damals geschrieben. Und das zweite ist letztes Jahr entstanden, das kam raus, genau am 6.12. Oh, da war ich so happy, dass ich das geschafft habe. Und ich hatte letztes Jahr riesige Hilfe von anderen YouTubern, Strickpodcastern, anderen Autoren, die mich verfolgt haben. Die haben nämlich Beiträge eingereicht.
Nicht immer nur Anleitungen, auch ein bisschen was aus ihrem Leben erzählt. Darunter war jetzt zum Beispiel Wollmessi, falls ihr sie noch kennt, die Sonja. Nitticus, der jetzt Mr. Poppins heißt, der hat ein bisschen was über sich erzählt, was sehr schön war. Also hat mir auch Spaß gemacht, den Text dann ins Englische zu übersetzen. Und es war sehr persönlich und es war wirklich toll geschrieben von den beiden. Also man hat einfach ein schönes Gefühl gehabt, wie die zu Handarbeiten fanden oder wie sie, Sonja hat zum Beispiel über ihren Struggle mit ihrem Leben geschrieben, was bei ihr passiert ist, wie sie abgestürzt, also sie ist ja nicht abgestürzt, aber wisst ihr, was ich meine, warum es ihr schlecht ging, wie sie sich halt wieder hochgearbeitet hat. Und was für Handarbeiten in ihrem Leben spielen. Und und andere haben Anleitungen eingereicht. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke euch einfach mal zu dem Video. Sonst erzähle ich zu lange darüber. Auf jeden Fall arbeite ich dieses Jahr auch am Magazin. Und das wird das 3. Wann es rauskommt, weiß ich nicht. Also ich mache mir selber keinen Druck, weil letztes Jahr habe ich mir selber sehr, sehr viel Druck gemacht. Und dann war ich noch in der Weihnachtszeit und in der Vorweihnachtszeit habe ich dann das Magazin dann geschrieben. Und ihr wisst, die Vorweihnachtszeit ist die Zeit, wo am meisten los ist in Online-Shops. Also die Selbstständigen unter euch, die Nicht-Selbstständigen wissen es vielleicht nicht. Aber ich denke mal, ihr könnt es euch denken, die Vorweihnachtszeit ist einfach die stressvollste Zeit, weil da einfach die meisten Aufträge reinkommen. Weil die meisten Leute natürlich Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten bestellen, was auch vollkommen okay ist. Wir freuen uns immer riesig, wenn wir Arbeit bekommen. Denn wenn wir Arbeit bekommen, wissen wir, dass das halt einfach das Futter für die Familie gesichert ist. Das war halt, da habe ich mir wirklich sehr, sehr viel Stress gemacht, weil wir hatten so schon viel zu tun und ich wollte unbedingt im Winter dann das Magazin rausbringen, aber es ist trotzdem toll geworden. Also das Feedback von euch war wirklich toll, ihr wart alle begeistert davon, wie es rauskam und ich war selbst auch mit meiner Arbeit zufrieden. Also ja, es gibt es schon in der zweiten Auflage. Ich habe dann natürlich noch ein paar Fehlerchen gefunden, die sich so eingeschlichen haben. Das ist halt natürlich der Nachteil, wenn man das alleine macht. Ich habe natürlich kein Lektoriat. Also ich habe niemanden, der mir alles Probe liest und alles Korrektur liest. Und ich habe niemanden, der das Design macht, der das Layout macht. Ich habe niemanden, der die Texte schreibt, der die Bilder macht, das ins Layout setzt, die Bilder bearbeitet. Also ich mache alles ich. Und es war sehr viel Arbeit vom PC, das, auch wenn ich am PC gerne bin, aber das war dann doch sehr konzentriert und sehr, sehr viel und hat sehr, sehr ermüdet und irgendwann sieht man dann nur noch Buchstaben vor seinen Augen und dann muss man sich dann doch ein Päuschen Auszeit nehmen. Da hilft mir übrigens Yoga sehr dabei, kann ich euch nur empfehlen. Oder Pilates, also besonders wenn man handarbeitet, man vergisst gerne, dass man sich bewegen muss und da hilft mir Yoga extremst. Damit ich ein bisschen beweglich bleibe, damit ich nicht einruste. Wo war ich stehen geblieben? Ach, beim Magazin. Genau, Magazin. Und ich würde auch dieses Jahr gerne alle euch einladen, mitzumachen, die ihr mitmachen wollt. Also, wenn du einen Blog hast, wenn du einen Instagram-Account hast, wenn du einen YouTube-Channel hast, wenn du irgendetwas mit Handarbeiten zu tun hast, wie Häkeln, Stricken, Weben, Spinnen, I don't know, was gibt's da? Irgendwie, wenn du eine Story erzählen willst, eine Anleitung einreichen willst, melde dich gerne. Ich nehme dich gerne mit dazu. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es fertig wird, ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr wird. Aber ja, es hat Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. So wie gesagt, ich mache mir keinen Druck. Es wird schön. Ich mache das gut. Und es wird fertig, wenn es fertig wird. Und wenn es fertig wird, kommt es raus. Und dann können wir uns alle wieder freuen. Und ich freue mich, ja. Also, traut euch wirklich, habt wirklich keine Angst davor, denkt nicht, ihr seid irgendwie nicht gut genug was ich auch erwähnen muss. Ihr müsst nicht in der Lage sein, etwas professionell darstellen zu müssen. Also ihr müsst mir praktisch nur den Text geben und eure Bilder und ich setze das dann alles in dieses Design und dieses Layout rein und lese das Korrektur und übersetze das. Also ihr müsst auch kein Englisch können. Ach genau, apropos Englisch. Also das zweite Magazin habe ich dann bilingual gemacht. Links war dann Deutsch, rechts war dann Englisch. Und das hat sich auch bei mir in meinen neueren Anleitungen hat sich das auch schon so eingebürgert, dass ich Anleitungen gleich bilingual schreibe, weil das ist für mich ein bisschen bequemer, weil ich da nicht zwei verschiedene Dateien dann offen haben muss. Wenn ich praktisch hier eine Änderung mache, ach stimmt, ich muss ja noch in Englisch übersetzen, muss ich auch noch eine Änderung machen, sondern es läuft direkt parallel.
Und ich finde es auch praktischer, also gerade fürs Magazin, dass man ja eben nicht ein deutsches und nicht ein englisches Magazin hat und dass man auch nur einmal das Bild einsetzen muss. Also man setzt dann praktisch einmal das Bild ein und dann hat man beide Sprachen. Das finde ich ganz gut. Und von euch kam auch das Feedback. Viele fanden das auch toll, weil die Leute, die ein bisschen Schwierigkeiten haben mit irgendwie Englisch verstehen oder englische Anleitung verstehen, für die ist es auch so eine Übung, so dann zu sehen. Ah, auf Deutsch ist es so. Ach, so sieht es auf Englisch aus. Ah, okay. Genau. Also das fanden viele hilfreich und ich denke mal, ich versuche das mal beizubehalten. Mal gucken, wie das bei dieser Variante wird. Genau. Was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Lieblingspulli. Und dieser Lieblingspulli ist extremst alt. Ich trage ihn unfassbar gerne, weil er so warm ist. Und ich glaube, der ist schon über 12 Jahre alt oder so. Vielleicht sogar fast 15, ich weiß es nicht. Und bei ihm waren irgendwann die Ärmel durch. Wie ihr euch denken könnt, das kennen die Leute vielleicht noch von früher, die Ellbogen waren dann irgendwann durch. Die waren da durchgescheuert und da waren dann Löcher drin. Und ich mag absolut keine Patches. Ich mag nichts dran nähen, was nach diesen Patches aussieht. Ich finde, das sieht komisch aus. Ich mag den Look nicht, also habe ich gegoogelt, was mache ich da? Und da wurde mir vorgeschlagen, dass Leute tatsächlich an ihre ganz normale geschneiderte Kleidung, an den Stoff, Dinger dran stricken. Ich wollte aber nicht stricken, ich wollte aber häkeln. Und tada, ich habe meinen heißgeliebten Pullover recycelt oder upcycelt und ich habe das hier einfach eiskalt abgeschnitten. Und dann habe ich eine Häkelnadel genommen. Dann habe ich hier entlang Maschen aufgenommen. Und dann habe ich in Reliefstäbchen die Ärmel nachgehäkelt. Ja, und das hat ziemlich gut geklappt. Das habt ihr vielleicht sogar schon ein paar Mal gesehen, diesen Pulli. Vielleicht es kann auch sein, dass es vielleicht kommt. Ich weiß nicht genau. Kann vielleicht sein, dass es noch in ein paar Videos später in den Anleitungen dann kommt. Ich arbeite gerade auch ein paar ältere Anleitungen aus dem Magazin 2 auf. Genau, was jetzt passiert auf dem Channel, es kommen jetzt vor allem Anleitungen aus dem Magazin 2, kommen als YouTube-Videos. Manche habe ich schon vorgefilmt, manche kommen erst noch, weil ich immer die Kanalmitglieder frage, was wollt ihr sehen? Und es kann sein, dass ich zwischendurch dann was extra drehe. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es hat mir am Anfang echt eine Heidenangst eingejagt. Also ich habe dann auch eine neue Schere dafür gekauft, die richtig scharf ist, weil ich wollte natürlich geraden Schnitt haben. Ich wollte jetzt nicht irgendwie hier schneiden und es geht dann nicht und es wird dann irgendwie. Wobei es wäre gar nicht mal so schlimm. Was mir auch eingefallen ist, dadurch, dass ihr das umhäkelt, ist es ja praktisch automatisch so, als ob ihr das versäumen würdet. Von daher ist mir im Nachhinein aufgefallen, es wäre gar nicht schlimm gewesen, selbst wenn das ausgefranst wäre. Das sieht man nämlich gar nicht. Also das ist natürlich auch ideal, selbst wenn ihr jetzt eine ausgefranste oder eine schief genähte Kante hättet, schief genähte, schief geschnittene Kante hättet, dann hättet ihr eh nicht gesehen. Also ich habe mir eigentlich umsonst Sorgen gemacht, aber es war halt das erste Mal. Und dann saß ich echt hier, ich habe es in der Hütte hier aufgenommen und dann habe ich das echt hingelegt und die Schere und dann musste ich in meinen Pulli schneiden. Das hat mir schon ein bisschen leid getan, aber die Ärmel sind wirklich cool rausgekommen. Ja, gefällt mir sehr. Und Anleitung habe ich natürlich gefilmt, kommt im Magazin. Genau, das kommt im Magazin Nummer 3. Den Pulli habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich letztes Mal mit euch ja darüber gesprochen, dass mein Sound of the Ocean nicht mehr in diese Projekttasche passt. Also zumindest nicht zusammen mit den Knäueln. Vielleicht die Decke nochmal selber, aber dann müsste ich dann praktisch separat die Knäuel auslagern und dann müsste ich dann praktisch zwei Projekttaschen parallel tragen und die dürfte ich auch ja nicht auseinanderziehen, weil da ist, geht ja der Faden lang. Da dachte ich mir so, Und ich habe mir dann gedacht, ich mache mir eine eigene Projekttasche, aber die muss richtig, richtig groß sein, damit auch wirklich reinpasst. Und weil dieses Sound of the Ocean Projekt ja so groß wird, muss die Tasche natürlich auch extrem groß sein. Also, ich glaube, ich muss aufstehen. Wartet mal, ich stehe. Ups, Kabel, Mikro, Kabel, Moment. Und jetzt habe ich die so groß gemacht. Wartet. Das ist eine riesige Tasche, meine Güte. Ich zeige sie euch. Oh, ich hoffe, das geht gut in die Kamera. Schaut euch dieses riesige Ding an. Das ist so groß.
Das nimmt die ganze Kamera ein. Es ist wirklich, es ist riesig. Es ist gigantisch, aber ich finde es wunderschön. Also es ist eigentlich hier noch größer. Man kann das nach da und nach da aufklappen. Es ist riesig. Ich habe den Boden hier habe ich wattiert. Ich habe da alte Kissen geplündert und das Ganze ausgestopft. Jetzt zeige ich das mal. Ich hoffe, ihr seht es jetzt mal von innen. Also es ist wirklich eine Giant. Das ist riesig. Es ist nicht nur eine Shopperbag, es ist eine, es ist ein Monstrum an Tasche. Die Tasche ist leer und sie ist so schon schwer. Aber ja, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann habe ich hier noch diese Henkel gemacht, die habe ich dran genäht. Das Muster hat sehr viel Spaß gemacht. Das nennt sich Block Stitch. Wie es im Deutschen heißt, weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde es im Deutschen einfach das Blockmuster nennen. Ich übernehme es jetzt einfach vom Englischen. Ich weiß es nicht, ob es im Deutschen dazu einen Begriff gibt. Ja, ihr seht, ich gucke bis heute sehr viele englische Videos an. Und ja, das kommt auch ins Magazin. Ich habe es natürlich verfilmt und aufgeschrieben, wie ich das gemacht habe und ja, aber Anleitung habe ich noch nicht fertig. Ich habe sie noch nicht geschrieben, aber es kommt ins Magazin. Freut euch drauf und da wird bald The Sound of the Ocean einziehen. Ich habe es noch nicht angefasst, weil wie gesagt, ich wollte die Tasche fertig haben. Und ihr seht, ach genau, das Ganze hier ist gehäkelt mit unserer Lines, mit unserem Bio-Baumwolle-Bändchen-Garn. Einmal in der Farbe Sand. Und einmal in der Farbe Schwarz. Ja, und die wird dann halt ein bisschen hübscher, wenn sie gefüllt wird. Also ihr seht, so fällt sie ein bisschen zusammen. Aber sobald sie gefüllt wird, sieht sie dann halt ein bisschen, hat sie dann mehr Volumen. Genau, das muss ich hier noch ein bisschen. Ups, ich hoffe, das Mikro hat nichts abgekriegt. Wenn ja, verzeiht mir. Ja, und ich bin ja weiterhin ein bisschen im Lines-Fieber und ich habe wieder die Kanalmitglieder gefragt. Wir haben wieder ein Voting gehabt, was ihr denn sehen wollt. Und es wurde sich ein Badteppich gewünscht und das kam mir nur wie gerufen. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr euch dafür entschieden habt. All dieweil, wir brauchen nämlich noch einen Badteppich unten. Ich habe letztes Mal einen Badteppich für oben gemacht und der unten gefällt uns nicht. Das war der, der hier war. Natürlich First World Problems, aber der passt halt einfach nicht. Das ist auch so ein ganz, ganz alter Plastikteppich. Und jetzt habe ich mir hier wieder die Lines genommen in der Farbe Pastellblau. Babyblau kann man auch sagen. Und ich mache jetzt einen wunderschönen Badteppich für unten im Alpinstich. Weil Chris liebt nämlich Berge über alles. Ja, über alles wirklich. Ich hoffe mal, er liebt mich ein bisschen mehr. Sonst wäre er, denke ich mal, nicht mit mir und den Kids hier. Und er benutzt das Bad unten am liebsten. Ich nicht, weil es ist kalt. Es ist ziemlich groß und es ist kalt. Ich gehe viel, viel lieber ins kleine Bad oben, weil dann kann ich mir nämlich meinen Heizlüfter anmachen. Dann ist es innerhalb von 2 Minuten mollig warm drin. Und ja, ich bin am liebsten da, wo es klein und kuschelig ist. Ja. Und das wird auf jeden Fall für ihn, weil er ja unten im Bad ist, kriegt er ein Alpin-Muster Badteppich und daran arbeite ich gerade fleißig. Ich habe es schon abgefilmt, also die Anleitung an sich ist fertig und auch das kommt ins Magazin. Ich muss es nur natürlich nur fertigstellen und das dauert jetzt ein bisschen. Also das ist jetzt meine Lieblings-Morgenbeschäftigung und Abendbeschäftigung zum Frühstückskaffee und zum Abendtee. Oder wenn ich mal mit Chris eine Schnackrunde mache und wir uns beide auf, also updaten. Also das, was ich gerade mit euch mache, wenn wir mal, wenn ich mit Chris mal eine Schnackzeit habe und wir mal ein bisschen miteinander schnacken, dann immer handarbeite ich daran. Oder wenn Sonne kommt. Also wir warten darauf, dass endlich Sonne kommt. Also wir hatten mal 1-2 Tage mal ein bisschen Sonne bekommen, aber aktuell regnet es. Wir haben leider den ganzen März überhaupt keine schöne Zeit gehabt. Letztes Jahr war der März so wunderschön. Wir waren nur draußen und nur in der Sonne. Wir sind so braun geworden. Ich glaube, wenn ihr dann Anleitungen von mir seht, ich habe teilweise sogar braune Hände. Das ist so selten bei mir. Ich wirklich, wir hatten so viel Sonne letztes Jahr. Da haben die Leute schon gesagt, hier Lottery Weather, also das kannten die gar nicht. War wohl auch recht trocken.
und haben uns natürlich sehr gefreut, aber dieses Mal, der ganze März hat es nur geregnet. Es hat nur geregnet und geregnet und geregnet. Wie gesagt, wir hatten mal so vereinzelt so ein, zwei Tage, wo es ein bisschen besser war. Und ich hoffe so sehr auf Sonne. Ich brauche Sonne. Ich bin wirklich, ich bin im Winterblues. Ich hatte genug Winter gehabt. Ich will jetzt Sommer. Jetzt haben wir April. Ja. Ich versuche das Video übrigens zeitnah rauszubringen. Also heute haben wir den 4. April. Ja, also ich denke mal, ich versuche es diese Woche dann gleich schon. Ich versuche es, wenn ich jetzt mit euch mit Quatschen fertig bin, schnellstmöglich das zu schneiden und rauszubringen, den neuen Channel einzurichten. Ich denke mal, das müsste gut klappen. Ach so, apropos neuer Channel, der ist nicht monetarisiert. Also wenn ihr irgendwie Werbung seht, wie auch immer, das macht YouTube. Die haben irgendwie ganz seit dem letzten Jahr neue Bedingungen, dass sie einfach die Werbung überall reinmachen und so viel wie. Und auch auf dem Hauptchannel, ich habe leider keine Möglichkeit mehr, die Werbung zu beeinflussen. Ich kann sie entweder nur auf dem Hauptchannel, ich kann sie nur komplett anmachen oder komplett auslassen. Das heißt, ich hatte das früher immer so, dass die Werbung immer nur am Anfang und am Ende des Videos kam. Und jetzt ballert das YouTube überall rein. Also, sorry, es tut mir echt leid. Also es gibt natürlich eine Möglichkeit, ihr könnt YouTube Premium euch holen, dann werdet ihr werbefrei, aber unterstützt denjenigen dann trotzdem. Auf jeden Fall, der neue Channel hier, Woolcast, was YouTube gerade macht, I don't know. Ich habe keine Ahnung und es tut mir wirklich leid. Ja, genau, also wir kriegen halt nichts davon. Und ich kann es für euch auch nicht ausmachen. Dann habe ich hier noch eine Sache. Da werden jetzt manche vielleicht ein bisschen schreien, aber vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Das ist auch das gleiche Muster wie der Pulli, das Chalet-Muster, was ich mir zusammengeklöppelt habe. Und die Socken liegen jetzt schon, ich glaube, das zweite Jahr im Fenster. Ich habe sie angefangen. Mir gefällt halt die Spitze hier vorne nicht. Ich müsste die tatsächlich nochmal neu anfangen. Ich müsste die Spitze ohne Muster arbeiten und das Muster nur hier machen. Weil hier drin haben sich auch so Fäden gebildet und wenn man das dann anzieht, dann hat man diese Fäden da die ganze Zeit in seinen Zehen drin und alles. Und es gefällt mir nicht, es ist ein bisschen strange. Ja, und wenn Handarbeiten halt seit 2 Jahren rumliegen, ich habe mir gedacht, ich mache ja heute eh ein Woolcast. Und wir machen das zusammen auf. Seid stark. Die Nadeln sind übrigens von Neko, die kann ich euch nur empfehlen. Neko Bamboo Flex, die sind grandios. Also ich mag Nadelspiel normalerweise gar nicht, wenn ich überhaupt sowas stricke wie Ärmel oder Socken, dann nur mit einem Magic Loop und einer Rundstricknadel. Oh, da kommt mein Wurm. Na, Wurm. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen, die sind toll. Also die sind mega, mega, mega toll. Jetzt geht die Tür auf. Hallo, Wurm. Na, was ist los? Ich wollte nochmal reinkommen. Ich fragte nur, wo du bist. Ich bin im Kinderhaus. Willst du mit auf die Kamera? Ja. Weil ich filme nämlich gerade ein Video für YouTube. Mm. Ja. Eigentlich wollte ich gerade zeigen, wie ich die Socke aufmache, weil sie tatsächlich. Ist das Daddy? Ach, guck mal, Daddy kommt. Ja, weil ich zeigen wollte, wie ich die Socke aufmache, weil die seit 2 Jahren, oder ich glaube das zweite Jahr rumliegt und ich habe nie an der gestrickt und ich wollte sie jetzt aufmachen. Das ist mein Garn dazu. Ich habe nämlich einmal ein Verlaufsgarn gemacht und einmal ein Designergarn. Das sind meine Lieblingsgarne aus Modal. Ich liebe, liebe, liebe sie. Die sind so weich. Ich liebe dieses Modalgarn. Das sind die Garne, die wir selber machen. Genau. Das sind für Läufe. Das ist spezielles Sockengarn, damit man daraus 2 Socken machen kann, damit die gleich werden. Aber daraus wird jetzt nichts, weil ich mache das jetzt auf. Und ich mache aus dieser Wolle etwas anderes. Vielleicht mache ich daraus nochmal Socken. Gehäkelte Socken. Die Chalet-Socken habe ich euch ja letztes Mal gezeigt. Die. Pass auf, hier ist eine Heizung, ne? Fass nicht dran, sonst verbrennst du. Ich habe hier nämlich eine Heizung stehen. Das ist nämlich noch recht frisch, wie ich euch gesagt habe. Warte, ich rutsche mal ein bisschen, dann hast du ein bisschen mehr Platz. Und da ist Daddy, ja. Bist du zu Daddy? Willst du zu Dad gehen? Willst du mal gucken, was er für Einkäufer hat? Ja? Ja?
Okay, dann viel Spaß. Sag Daddy, ich komme gleich, okay? Ja. Okay. Aber ganz nett. Ja. Also Chris war shoppen mit Maus. Und ich habe mit euch gequatscht. Das ist immer schön, wenn er mir ein bisschen Kinderarbeit abnimmt. Es ist eine sehr große Hilfe. Weil, ihr seht, Kinder und Film gleichzeitig funktioniert nicht so gut. Und während ich jetzt hier die Sockenwolle hier wieder aufwickle, erzähle ich euch noch ganz kurz vom letzten Mal. Ich habe euch ja gesagt, ich habe angefangen, das Hörbuch mit Britney Spears zu hören. Und ich war letztes Mal nicht so begeistert. Ich habe euch gesagt, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es euch empfehlen kann oder nicht. Das war die neue Biografie von Britney. The Woman in Me heißt es, glaube ich. Das habe ich auf Deutsch gehört als Hörbuch. Das konnte ich nämlich ganz gut nebenbei hören beim Arbeiten in der Werkstatt, wenn ich Wolle gemacht habe. Und ab der zweiten Hälfte wurde es deutlich, deutlich spannender, weil ab der zweiten Hälfte ging dann nämlich die ganze Geschichte los. Da hat sie endlich mal darüber berichtet, wie der Vater sie halt eben eingesperrt hat, sie zur Arbeit gezwungen hat, sie halt als Bekloppte verkauft hat und dann sie praktisch ja zu einer Arbeitsmaschine umfunktioniert hat und ja, sie rechtlich in der Hand hatte und als Druckmittel ihre Kinder verwendet hat. Natürlich, wenn sie nicht gespurt hat, hieß es immer, okay, wenn du nicht das machst, was wir wollen, dann darfst du deine Kinder nicht sehen. Und so war sie, ich weiß nicht, wie war sie jetzt, 13, ich glaube 13 Jahre waren das. Ich weiß nicht genau. Müsst ihr euch das Hörbuch mal selber anhören. Also ich würde es an dieser Stelle würde ich es empfehlen. Also wer sich wirklich für Biografien interessiert, also ich gehöre dazu, ich höre mir unfassbar gern Biografien an, weil ich gerne in die Leben von anderen reingucke, in die Köpfe. Ich möchte gerne verstehen, warum hat man sich dafür entschieden? Wie ist das passiert? Wie ist das entstanden? Also nicht unbedingt, weil ich diesem Glamour hinterher renne, dass ich irgendwie sage, oh, man schwelgt ja immer, die Schönen und die Reichen, sondern einfach, weil ich das interessant finde, wie ist jemand dazu gekommen oder egal zu was, wie war seine Entscheidung, was hat er getan, warum hat er das getan, das fasziniert mich immer, weil man urteilt ja schnell, wenn man das nur so oder praktisch den letzten Schritt sieht, aber man versteht häufig nicht, oder man versteht Dinge erst, wenn man halt eben sieht, wie sie aufeinander aufgebaut haben. Und viele Leute sagen dann über Britney natürlich, ah, ist schön blöd, schön selber doof. Hat sie sich dann halt vom Vater einlullen lassen, hätte sie doch gleich zur Polizei gehen können. Aber wenn man sich halt dann halt diese ganzen Schritte ansieht, die bis dahin passiert sind, dann versteht man dann erst, wie das passiert ist. Und ja, das ist schon nicht ohne, wenn einmal halt einfach die Paparazzi auf Schritt und Tritt folgen, wenn du halt kein privates Leben mehr haben kannst. Und ja, natürlich kann man auch sagen, hey, sie ist aber doch berühmt und reich und sie hat doch alles, soll sich mal nicht so haben, dafür halt sie halt das Geld. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir diese Biografien durchlese, ich möchte nie mit den Celebrities tauschen, wenn ich mir wirklich überlege. Da erinnere ich mich auch zum Beispiel sehr gerne an die Biografie von den Kaulitz-Brüdern von Tokyo Hotel, die kennen vielleicht einige. Und nein, ich bin kein Fan, aber mich faszinieren wirklich Biografien. Und wie die das dann erzählt haben, dass erst als sie nach Amerika gegangen sind, weil das ihnen so krass über den Kopf gewachsen ist, was in Deutschland passiert ist und wie, auf welcher Halbwelle die geschwommen sind. Und dass sie dann auch gesagt haben in Amerika, weil sie dann natürlich auch kaum jemand kannte, die sind dann zum ersten Mal in ihrem Leben einkaufen gegangen und haben zum ersten Mal in ihrem Leben ganz simple Dinge gemacht, wie sie haben auch zum ersten Mal in ihrem Leben entschieden, was sie überhaupt essen. Die sind praktisch erstmal in Such. Also das war für die komplett neu, so dieses überhaupt einkaufen gehen, überhaupt in den Supermarkt gehen, überhaupt Essen holen. Also sie wussten ja auch, das ist ja auch das Krasse, das vergisst man ja auch gerne, in welchen Welten diese Stars ja auch leben. Die wussten ja nicht mal, was es überhaupt an Essen zu kaufen gibt. Also das heißt, es wurde denen ja nur ständig auf Tour von irgendeinem Catering-Dienst oder wie auch immer oder einer Assistentin, die dafür verantwortlich war, dann einfach Essen vorgesetzt und du hast es einfach gegessen. Aber sie wussten einfach nicht mal, sie wissen praktisch nicht mal, wie eine Käseverpackung aussieht oder wie eine Joghurtverpackung aussieht, weil sie das halt einfach nie gemacht haben, weil einfach schon immer,
Und die, weil die ja so jung, so berühmt geworden sind. Und das ist das, was mich fasziniert. So diese Erlebnisse. Wisst ihr, so was für uns vollkommen normal ist, für uns Normalsterbliche, das ist für die. Ja, und die haben dann auch gesagt, die haben die ersten Jahre, die sind auch komplett in den USA abgetaucht. War das für die so spannend? Weil die haben auch gesagt, die ersten Jahre haben sie so ganz simple Dinge gemacht wie den Alltag. Und dann da, ich glaube, ich habe auch ein paar Mal in den Podcast reingehört von denen. Hat Bill ja dann ja auch so schön erzählt. Allein dieser Alltag, hat er auch gesagt, das war so spannend für die. Und dann meinte der auch so, dass das allein nur mit den simplen Dingen wie für den Hund das Futter kaufen, Wohnung einrichten, Rasen mähen, Wäsche waschen, keine Ahnung, mal putzen, aufräumen. Der sagt auch, da bin ich ja damit ja schon den ganzen Tag beschäftigt. Ich muss doch gar nichts anderes machen. Er meint auch so, im Alltag hat man so viel zu tun, da muss ich doch jetzt nicht noch mehr arbeiten. Und da hat er teilweise recht. Also wenn ich auch überlege, wenn ich halt nur meine Kinder habe und den ganzen Tag auf die aufpassen muss, da hat er wirklich recht. Also und dazu, wenn man noch einen Hund hätte, Kinder und noch einen Hund, du hast tatsächlich am Tag genug zu tun. Du brauchst dann eigentlich nicht noch mehr Arbeit. Ja, aber das hat halt davor jemand für die immer übernommen. Und also ich verstehe das nicht, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich feiere jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt nicht, Bill und Tokyo Hotel sind irgendwie super duper und sondern ich finde das so faszinierend, in diese Gedanken reinzugucken. Versteht ihr, was ich meine? Wie Leute etwas fühlen, wie sie denken. Oder jeder hat ja auch einen ganz anderen Standpunkt. Also nicht jeder ist ja auf dem gleichen Erfahrungslevel. Nicht jeder ist auf dem gleichen Entwicklungslevel. Und selbst wenn man denkt von bestimmten Leuten, das musst du doch wissen. Selbst bei meinem Mann, wir haben immer wieder Gespräche, wenn ich ihm manchmal auch so Dinge zeige, wenn ich irgendwie auch am, also letztes Jahr war es zum Beispiel so, ich habe am Magazin ja ganz viel gebastelt und ich habe ihm dann bestimmte Dinge gezeigt und er guckt mich dann auch an und sagt dann, ja, weiß ich nicht, woher soll ich denn das wissen? Und ich meinte so, ja, aber das ist doch das und das und das JPG-Format und bla bla bla, und wenn man das so und so einfügt, dann so und so. Und sagt er, ja, habe ich doch aber nie gemacht, woher soll ich das denn wissen? Wisst ihr, was ich meine? Also man denkt dann immer, dass jeder andere auf dem gleichen Stand wäre oder das ja verstehen müsste, weil keine Ahnung, weil man das selber kann oder so, aber das ist ja nicht der Fall. Das kann eben nicht jeder gleich nachvollziehen. Oder im Falle von Britney Spears, da hat sie zum Beispiel auch ein schönes Gespräch gehabt mit Madonna und hat dann später sich auch mit ihr verglichen. Und die zwei führen ja komplett unterschiedliche Leben und auch komplett unterschiedliche, wie soll ich sagen, sie haben ein komplett unterschiedliches Verhältnis zu Mitarbeitern und der Art zu arbeiten. Bei Britney ist es zum Beispiel so, sie hat gesagt, sie wurde von vornherein, auch natürlich durch das Management von ihrem Vater, wurde sie so ranerzogen, wenn sie an ein Produktionsset kommt, egal ob jetzt Live-Auftritt oder Video. Bei Britney war das halt eben immer so, wenn sie kommt, sagen alle anderen, was getan werden muss. Sie steht dann ganz brav da, hört zu, lächelt, sagt dann lernt sie alles ganz brav, sie lernt alle Schritte, sie lernt die ganze Musik und dann performt sie. Also dann wird Payet halt abgerufen und sie tanzt. Also sie macht halt das, was von ihr verlangt wird. Und bei Madonna ist es zum Beispiel eine ganz andere Geschichte. Bei Madonna ist es so, sie kommt ans Set und sie sagt, ihr seid dann da, das ist da, ich brauche das, du tanzt hier, ich will das essen, du bringst das Kleid mit, das und das und das. Passt euch, kriegt ihr das hin. Und wenn praktisch ihr Team das nicht hinkriegt, dann sucht sie sich ein Team, was das hinkriegt. Und da merkt man mal halt, also wisst ihr, was ich meine? Das meine ich, diese Erfahrung, also das fasziniert mich unfassbar, wie man eine ganz andere Welt leben kann, wenn man, welche Entscheidung man trifft oder wie man auftritt. Und da hat Britney hat das auch sehr, sehr treffend formuliert, so nach dem Motto, dass sie praktisch selbst irgendwo dran schuld ist, dass sie ja in diese Abhängigkeit oder in diese, oh Gott, wie formuliere ich das? Dass sie in diese Spirale reingeraten ist, dass jeder über sie bestimmt hat und jeder mit ihr machen konnte, was sie wollten, weil sie das halt von Anfang an zugelassen hat. Aber das ist halt die Krux, das ist halt so schwierig, weil sie halt von klein auf, weil sie ja praktisch berühmt geworden ist oder weil sie benutzt wurde, seit sie ein kleines Mädchen ist. Ich glaube, das ist deshalb so entstanden. Bei Madonna ist es ja ein bisschen anders. Madonna hat ja erstmal ihr Leben gelebt. Sie war ja eine Frau. Sie war erstmal unterwegs, hat ihr eigenes Ding durchgezogen. Das war meiner Meinung nach, was ich dadurch gelesen habe, war das jetzt auch nicht gerade so dölle.
Ich weiß nicht, ob sie im Rotmilch, Rotmilch, Rotlichtmilieu unterwegs war. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also ich glaube, das war jetzt auch nicht so rosig. Aber das war dann was ganz, ganz anderes, weil als Madonna berühmt geworden ist oder als Madonna sich entschieden hat, in diesem Musikbusiness mitzumischen, war sie eine Frau und sie war erwachsen und sie wusste, was sie will und was sie nicht will. Und da sieht man mal, wohin und wie das gehen kann, je nachdem, in welchem Stadium man wo rein und wie reinrutscht. Das finde ich faszinierend. Extremst. Ja, und dann, es tut mir leid, dass ich so lange hier ribbel, aber das dauert tatsächlich ein bisschen länger, weil ich hier mit diesem Stranded Colorwork, das ist auch übrigens Stranded Colorwork gewesen, das verheddert sich hier ein bisschen, ich muss das ein bisschen gegendrehen. Und dann würde ich euch gerne noch eine Empfehlung aussprechen, also auch alle für alle, die gerne in die Köpfe von anderen reingucken und gerne reinlesen und reinhören. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt und der heißt Ungeskriptet und der fasziniert mich gerade. Also da sind auch viele Gäste dabei, die spannend sind und das ist das, was ich so in der letzten Zeit ein bisschen konsumiert habe. Nicht alle, also ich gucke mir nicht alle an, es kommt halt drauf an, wen ich halt spannend finde. Am spannendsten, die da waren, war Herr Solmecke. Das fand ich richtig cool. Er hat eine Anwaltskanzlei, hört sich für den Anfang langweilig an, aber wer Herr Solmecke kennt, der ist von Law WBS oder die Kanzlei Wildebeuger und Solmecke kennt er vielleicht auch noch. Er ist ein ganz besonderer Anwalt. Und zwar in dem Sinne, er hat einen Bezug zu YouTube, er versteht die YouTube-Generation, er versteht, warum Leute YouTube gucken, warum Leute YouTube-Videos drehen. Also er versteht das ganze YouTube-Game. Er ist halt nicht so ein langweiliger Anwalt, der halt hinter seinem Schreibtisch sitzt und sagt, ich mach doch keine YouTube-Videos, wir sind hier eine anständige Kanzlei, wir machen so einen Schundluder nicht. Sondern er versteht, dass die Generation von heute nun mal über YouTube zu erreichen ist und dass YouTube irgendwo Entertainment ist. Und wenn man Entertainment zusammen mit Dienstleistungen und Fähigkeiten verknüpft, Magic, dann hat man etwas Besonderes geschaffen. Und das finde ich spannend, vor allem toll, auch in dem Gespräch, also in einem Interview, weil Solmecke auch in sein Privatleben reingucken lässt. Und auch da, das finde ich so faszinierend, diese Entscheidung. Warum hat man an dem Punkt das gemacht? Wie hat man das gemacht? Wie ist man dazu gekommen? Wie ist man zu diesen Videos gekommen? Und da erzählt er halt eben auch, dass er während seiner Studienzeit halt eben einen Nebenjob gebraucht hat und er hat sich für Journalismus interessiert. Und da hat ihn irgendein Radio-Fernsehsender, ich weiß gar nicht mehr genau, wer, schaut mal rein, ich habe den Namen jetzt vergessen, hat ihm dann aber erlaubt, irgendwie eine Sendung, ja doch, muss ein Fernsehsender, ein lokaler Fernsehsender gewesen sein, hat ihm dann erlaubt, eine Sendung zu moderieren. Und dann hat er so sein Gehalt halt eben aufgestockt und hat dann auch gesagt, wurde sogar ziemlich gut bezahlt, weil natürlich staatliches Fernsehen, die haben natürlich ordentlich Geld, die können was auslegen. Und da meinte auch, dem ging es richtig gut, sein Studium war perfekt, weil Jurastudium ist natürlich normalerweise kein leichtes Zuckerschlecken, kostet auch Geld, Unterhalt muss finanziert werden. Ich glaube, der hat auch, war das nicht in der Nähe von Köln? Das muss man ja auch überlegen, ne? Wenn man natürlich in der Nähe von großen Städten auch studiert, das ist kostspielig, ne? Also Studium in München, das reicht ja auch schon. Viele, viele Leute scheitern ja auch daran, dass sie erst gar nicht in München ein Studium angehen können, also nicht starten können, weil einfach die Unterkunft so teuer ist. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt 500 Euro reichen würden, um überhaupt ein Zimmer für Studenten zu finden. Das ist ja... und dann kommt dann noch das Problem, wo kriege ich Geld für Essen her? Und wie gesagt, so Erlebnisse faszinieren mich extremst. Und da kann ich euch diesen Podcast empfehlen, wer gerne sich mit Informationen überladen möchte. Nur zu. Und was ich auch noch spannend fand, das war Calvin Hollywood. Den fand ich spannend. Der hat so den Weg erzählt, wie er von einem Berufssoldat zu einem Adobe Photoshop Profi geworden ist. Und auch mal wieder einfach aus dem ganz einfachen Grund. Er hat es einfach gemacht. Er hat das irgendwie entdeckt, fand das spannend, fand das total faszinierend.
Fotografie und diese Photoshop-Bearbeitung, diese Adobe-Photoshop-Bearbeitung. Und er hat sich einfach, so wie das bei mir auch ist, autodidaktisch, er hat sich einfach selbst eingearbeitet. Und er ist besonders in den USA zu dem berühmtesten Adobe-Photoshop-Unterrichter geworden, weil er einfach ganz neue Konzepte aufgebracht hat. Das fand ich auch total spannend. Er hat dann zum Beispiel gesagt, oh, ich habe gar keine Schere hier, ne? Okay, macht nichts, mache ich dann drin, wenn ich ins Haus gehe. Er hat dann zum Beispiel auch gesagt, wenn man geschult, also wenn man bei einer normalen Adobe Photoshop Schulung ist und man sagt dann, ja, wenn du das und das Bild hast, musst du das so und so bearbeiten. Und er hat das aber einfach nicht beachtet, weil er das ja selbst gelernt hat. Und er hat einfach geguckt, okay, was passiert denn, wenn ich diesen Regler nach da mache? Und was passiert, wenn ich diesen Regler nach da mache? Oh wow, das sieht ja richtig toll aus. Und so ist das bei ihm dann auch passiert, dass er einen eigenen Stil entwickelt hat, der ganz besonders und ganz anders aussah. Und er wurde dann überall in den USA eingeladen, das zu unterrichten, weil das einfach vorher niemand gemacht hat. Und er hat auch immer wieder erklärt und hat immer wieder gesagt, ist doch egal, was gesagt wird, das sieht doch aber besser aus. Warum muss ich das denn also nach einem Manual, also nach einer Bedienungsanleitung machen, nur weil man dann sagt, dann rauscht das Bild weniger? Es ist doch im Grunde egal. Also ich muss euch ja auch sagen, ich nehme ja zum Beispiel mit dem iPhone aus. Ich hab auch meine Liebe einfach zum Handy entdeckt, weil das so praktisch ist. Und ich habe auch wirklich nur ein Gerät. Also ich habe nicht irgendwie eine Kamera und noch eine Kamera und Objektiv. Also allein schon aus dem Fakt, weil ich gar nicht irgendwie 5000 Euro in Equipment ausgeben will, nur um Videos und Fotos zu machen. Das ist irgendwie auch doof. Aber das ist ja auch so. Interessiert euch jetzt wirklich, ob jetzt hier oben das Bild rauscht? Darum geht es doch eigentlich gar nicht, oder? Wir sitzen doch nur da und quatschen. Das ist dann doch eigentlich vollkommen egal, ob da jetzt irgendwie das zu gelb oder zu rot ist oder rauscht. Das ist doch wurscht, ne? Und das ist halt so der YouTube-Spirit. Das finde ich halt auch toll. Wobei YouTube entwickelt sich schon fast eigentlich ins zu Perfektionelle. Also YouTube wird schon zu perfekt. Deswegen, ich denke mal auch, das ist der Grund, warum auch TikTok so viel Zuschwung oder Zulauf bekommt, weil YouTube ein bisschen zu perfekt wird. Also es geht so ein bisschen dieses halt Broadcast Yourself, also dieses Persönliche verloren. Das sieht halt einfach teilweise, ja, weil ich auch weiß, dass andere YouTuber tatsächlich auch so mit so Profikameras filmen und irgendwie eine ganze Woche brauchen, um ein Video zu bearbeiten, was ja vollkommen okay ist. Aber ich finde ja gerade das Coole ist ja, dass man jemanden verfolgen kann mit irgendeiner Kamera. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Habe ich noch was vergessen? Oh ja, ich habe noch was vergessen. Ja, lass mich mal das ganz schnell zeigen. Das wollte ich nämlich unbedingt. Es gab nämlich ein paar von euch, die in der letzten Zeit mit unseren Garn Anleitungen und Projekte gemacht haben. Und wir schließen mal. Ich sehe schon, es sind 1,5 Stunden. Oh mein Gott, ich werde richtig lange das schneiden müssen. Aber ich habe heute ein bisschen was vorbereitet, dass ich später nicht so viele Bilder einfügen muss. Das heißt, ich kann meine... Warte mal, ich muss mal hier meine Haare... Ich kann meine Schnittzeit ein bisschen verkürzen. Und zwar wollte ich euch das unbedingt zeigen. Lissy hat aus der Little G, die ich euch gezeigt habe, hat eine wunderschöne Anleitung gearbeitet, und zwar den Basic. Ich hoffe, ihr seht, es ist alles vollgefingert, ne? Das tut mir leid, das waren meine Kinder. Sie hat ein Basic Pulli gestrickt und hat eine Anleitung dazu gedreht, und das ist die Little G Chroma. Das verlinke ich euch alles. Ihr Kanal heißt Lissy liebt Wolle. Sie ist auch auf YouTube. Dann kennen bestimmt ganz, ganz viele Morben Design. Sie ist eine Häkel-Ikone. Sie macht wunderschöne Tücher. Sie hat mit unserem Garn Rotkäppchen hat sie diesen Schal hier gemacht. Und das ist der Forevermore Schorle, Forevermore Schal. Mit dem Farbverlauf hat sie gehäkelt. Anleitung ist draußen. Sie macht recht wenig auf YouTube. Ist, glaube ich, ganz, ganz lange her, dass sie mal was auf YouTube gemacht hat. Aktuell ist sie da nicht aktiv, aber ich verlinke sie euch auch. Sie hat auf jeden Fall Instagram. Dann hat Katrinchen Kirschblüte. Das ist eine der fleißigsten YouTuberinnen unter den Handarbeitern. Sie hat auch aus dem Rotkäppchen, aber das ist Rotkäppchen Twinkles mit den hellen Kristallen, mit den hellen Kristallperlen mit Crystal heißen sie. Sie hat ein Rollkragentop gehäkelt und dazu eine Häkelanleitung verfilmt und für euch auf YouTube online gestellt. Auch für Anfänger sehr gut geeignet. Dann haben wir wen ganz, ganz Neues im YouTube-Game, und das ist Ann Safis
an Safis Fadenwelt. Sie hat ein Tuch abgedreht, auch eine Häkelanleitung, das nennt sich Rosi. Das ist das Rosi-Tuch. Und das hat sie gehäkelt mit unserer Bio-Baumwolle Raspberry Mascarpone, dreifach 1100 Meter, genau. Das ist, glaube ich, ihre Tochter, die, ups, jetzt habe ich hier reingeklickt. Das ist ihre Tochter, die das trägt. Und wie gesagt, sie hat eine Häkelanleitung, die ist ganz, ganz, ganz frisch auf YouTube. Das hat sie zu 100 Abonnenten, das ist ein 100 Abonnenten-Special. Da hat sie dafür das Tuch gedreht. Und dann wollte ich euch unbedingt noch was zeigen. Da bin ich extrem stolz darauf. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Nekonit, Diane von Nekonit, hat unsere Farbverläufe in ihren Laden aufgenommen. Also wenn ihr mal auf Rügen seid, schaut unbedingt bei ihr vorbei. Sie hat ein Strickcafé und sie hat unsere handgemachten Garne bei sich drin. Das ist so toll, Diana, wenn du das siehst. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Die Jacke ist übrigens aus der Green Fusion entstanden. Dem Knäuel hier unten. Das hat sie gestrickt von Arm zu Arm. Es ist eine Jacke, das ist dann auch ziemlich gut für Farbverläufe, weil man das praktisch von einem Arm zum nächsten Arm stricken kann. In einem durch, also für Farbverläufe toll. Und sie hat ein Strickcafé, das ist, meine ich, sogar auch für Hunde erlaubt. Also wer gerne Hunde mitnimmt, das ist Hundefreunde. Ich habe da online was gelesen. Also wer auf Rügen gerne Urlaub macht, schaut bei ihr vorbei. Ich wusste auch vor lange Zeit gar nicht, dass sie einen Laden hat. Sie hält sich so zurück auf Instagram. Also wirklich, da muss ich euch auch sagen, wenn ihr einen Laden habt, wenn ihr selbstständig seid, bitte, bitte versteckt euch nicht. Zeigt doch bitte, was ihr macht und was ihr könnt. Das ist so wichtig, gerade wir Frauen. Wir Frauen sagen ja immer, unsere Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Wir kriegen zu wenig bezahlt. Wir werden zu wenig gesehen. Wenn Männer kommen, dann das muss praktisch nur ein Mann sein. Dann funktioniert bei denen immer automatisch alles, einfach nur, weil sie Männer sind. Wirklich, wir müssen uns auch mal zeigen und stolz darauf sein, das, was wir tun, und uns nicht dafür schämen. Von daher auch Diana an dieser Stelle, wenn du siehst, bitte, bitte zeig mehr davon, dass du einen Laden hast. Ich kannte sie so viele Jahre über Nekonit, weil ich wusste, dass sie halt eben diese Nekonit-Nadeln, weil sie die Erfinderin davon ist, weil sie die vertreibt. Also wir haben die bei uns auch im Shop, ne, habe ich euch da gezeigt. Das ist Diana, die Nekonadeln erfunden hat. Und die sind toll. Ich, ernsthaft, also nicht nur, weil ich sie sympathisch finde, ich mag die Nadeln einfach. Und sie hat einen Laden. Schaut vorbei und wir sind mega stolz, dass sie unsere Garne führt. An dieser Stelle, falls natürlich jemand anderes die auch führen möchte, wir haben für euch Händler, wie nennt man das? Spezielle Händlerkonditionen. Also fragt gerne nach, wer das auch gerne führen möchte. Wir fertigen natürlich auch für Händler, dass ihr sie bei euch in den Laden stellen könnt, wenn ihr wollt. Und an dieser Stelle, ich sehe schon, das Auto steht ewig da, meine Tochter ist da, mein Mann ist da. Ich glaube, die warten schon die ganze Zeit auf mich. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Woolcast auf diesem Kanal. Also wie gesagt, das gibt es jetzt hier. Hier toben wir uns aus. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Ob wir nur Woolcasts machen, ob wir hier Unboxings machen, ob wir hier vielleicht zusammen kochen. Ich weiß es nicht. Also erstmal Woolcasts, so geplant sind erstmal nur die Woolcasts, also das heißt, wir quatschen hier zusammen und die Anleitung gibt es dann auf dem Hauptkanal, damit YouTube uns mal wieder sieht. Wir brauchen nämlich mehr Aufrufe, weil das habe ich auch schon gesehen, YouTube ist tatsächlich so gemein. Ich kriege zum Beispiel, wenn ich eine neue Anleitung mache, werde ich über die, also ich analysiere, ich gucke mir die Analytics sehr, sehr gerne an. Und ich weiß, ich sehe dann, es gehen dann innerhalb von 2 Tagen gehen ganz, ganz viele Aufrufe rein. Wir werden auch über die Google-Suche gefunden, also selbst auf Google, nicht nur auf YouTube, gehen ganz viele Aufrufe rein, weil Leute nach einem Häkelteppich suchen. Und dann ganz plötzlich, so bei 2 oder bei 3.000 Aufrufen, blockiert Google sofort der Algorithmus. Der nimmt uns aus allen Suchen raus und teilweise, wenn ich sogar selber nach meinem Namen oder nach dieser Anleitung suche, erscheint sie nicht mal mehr. Gerade der englische Channel, ja, ich weiß, um den habe ich mich wirklich lange nicht gekümmert, das muss ich mal machen. Aber deswegen trennen wir das Ganze, weil wir wollen nicht, dass uns YouTube weiterhin bestraft. Wir wollen gerne, dass die Anleitungen gesehen werden, dass sie gerne gehandgearbeitet werden. Das ist nämlich der Grund, warum wir es machen. Wir wollen das der Welt zeigen. Wir wollen, dass die Welt das natürlich nacharbeitet und Freude daran hat. Und deswegen, der Woolcast ist hier. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei unseren Kanalmitgliedern, dass ihr uns unterstützt und dass ihr danach gefragt habt, dass ihr mich gerne hören wollt, weil ich muss euch ehrlich sagen, ich quatsch wirklich, wirklich gerne. Es ist
für mich nur tatsächlich sehr schwierig, häufig Kinder und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Und wir kochen auch immer zu Hause. Also ich mache kein Mikrowellenessen und ich versuche, meine Zeit irgendwie so zu timen, dass ich es schaffe. Aber wirklich danke, dass ihr danach fragt. Es hilft, also ja, es ist einfach wirklich, wirklich sehr, sehr schön zu hören, dass ihr mich gerne guckt und dass ihr mich vermisst und dass ihr gerne mehr Vulcast sehen wollt. Es tut einfach gut, das zu hören, wirklich. Und ich würde euch auch sagen, wenn ihr Lieblings-YouTuber habt, egal ob das jetzt ich bin oder andere, sagt denen das öfter. Wirklich, wenn ihr jemanden sehr, sehr gerne mögt und der gerne guckt und seine Inhalte gerne konsumiert, bitte sagt denen das öfter. Wir brauchen das. Also wir brauchen das einfach als Unterstützung. Einfach das, was man macht, dass man weiß, dass das richtig ist. Ja. Okay. An dieser Stelle danke nochmals. Und bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Ich werde jetzt die Einkäufe auspacken. Wir werden bestimmt was zusammen kochen. Und ja, ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.